Herzlich willkommen. Ja, ja, zu was eigentlich? Genau. So Let's Play Together Formel 1 2013 Special Part mit dem Lappenmurchen. Danke, 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 danke. Ja, heute Brasilien Rennen 100%. Ihr seht alle Philip Williams, da stimmt was nicht. Er wird Kommentator spielen. Denn aus seiner Sicht seht ihr den RTL. Und ich bin bereit. Sky. Sky, Entschuldigung, Premiere, Premiere. Oder ORF Philipp. Und ja, heute zum realen Rennen kann man sagen. Abschied. Wir nehmen Abschied aus der Saison 2013. Und es soll auch ein kleiner Ligatest sein fürs Rennen in Brasilia. Da mal bitte auch starten. Nee, das ist ein Countdown runterlaufen. Und ja, mal gucken, wie es ausgeht. 100% Rennen. Philipp nimmt es mit auf, ich nehme mit auf. Wird sehr spaßig werden. Und ja. Regen. Nein. Wir hatten gerade auch schon Regen. Noch ist trocken. Noch ist trocken. 100%. Noch ist trocken. Ich fahre ganz schnell raus, ey. Oh Gott, das geht jetzt nicht. Also ihr hört ganz viel im Hintergrund. Geckerbohr, Kerry, Jetset, Timonator, Hepti. Könnt alle mal kurz Hallo sagen. Hallo. 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 Ich muss ganz schnell rausfahren. Wahrscheinlich vergisst jetzt die Hälfte ein Setup, weil sie so schnell rausfahren wollen. Da hast du schon eine Verbindung verloren. Nee, das war ich. Also dabei sind Jetset Mai, Timonator, Heptin, BVB, Damal, Mulchan, Carry F1. Ja! Also hab ich zweimal Mulchan stehen? Ja, weil einer Mulchan ist Geckerbohr. Ja, alle fahren vor mir raus. Ja, du warst auch vor mir. Ich bin ja. Bin ja. Mulchan, in welchem Team bist du? Mercedes. Okay. Also, der Mulchan, da wo Lotus geht, das ist Geckerbohr. Naja, bist du noch dabei. Und das war's. 10 Leute nur? Ja. Von 16 aus den Ligarennen. Muss wegziehen. F1, F4, F5. Zaini LP. Terra, Kösti. Wer noch? Mir fällt keiner ein. Weil sie mich nebenbei essen hört, ich esse. Oh, setzt das mal da schon sehr aggressiv. Alle wollen jetzt vor den Regen kommen. Ich fahr zum Glück als Erster hier vorne. Ach, wieso ist ja nicht die Regenwahrscheinlichkeit? Ich hab nicht nachgeguckt. 100%. Wollen wir kurz ruhig ein bisschen Abstand lassen, weil... Ja, mach ich auch. Ja Platz. Du mal gerade der Erste, der jetzt Zeit markiert. Bisschen Platz. Bleiben wir mal als Letzter, der, das ist glaube ich am spannendsten, der Überraschungskandidat aus Italien. So, okay, gib Gas. Brasilien 2 DS-Zone. Auf Start und Ziel und an der... Gute Gerade im ersten Sektor. Hat jeder eigentlich nochmal eine Einladung jedem geschickt? Ja. Ich hoffe, Steam kackt diesmal nicht ab. Also es ist bis jetzt Jetset Mais Runde sehr gut aus. Auf jeden Fall fehlerfrei. Nur fehlerfrei heißt nicht unbedingt schnell. Wie man an mir sieht. Einer noch in der Box? Ja, ich muss meinen Lenker dazu einstellen. Ah ja, natürlich, bist du Vorbereitung, ey. Es sind noch 12 Minuten auf der Uhr. Und gleich wird es doch regnen. Der Erste mit einer Zeit. Jetset fährt 1, 10, 1, Erster. Wo ich dann... Beziehungsweise Geckebo auf der 4 momentan, wird durchgereicht. Der Mal auf der 6. Heptin fällt gerade raus, hat sein Lenkrad eigentlich konfiguriert. BVB auf der 7, 8, Entschuldigung. Klar. Timonator natürlich erster mit der 1, 9, 8, 8, 3. So, wer geht das Risiko jetzt ein, noch eine zweite Runde hinzulegen?
Ich glaub, die Weichen halten hier 16 Runden ungefähr. Schnauze, du blöder Engine, damit geht der Sprit aus. Normalerweise reden die alle Männer der Liga rennen durcheinander. Jetzt sind sie alle still. Köst ist nicht dabei. Ah ja, Köst ist nicht. Ah ja, stimmt. Da kann ich auch gefallen. Daran liegt. Oh, der Terminator holt da richtig Nein. auf. Oh, schade, dass ich die Aufnahme nicht in der Szene habe. Na, ich bin das nicht. Ah, okay, Gengabo ist das. Trotzdem schade. Och komm, Carrie, du bist 25.000 vor mir. Der Monato hat den Platz 1 verloren. Gegen. Okay, die Reifen. Ich glaube, wir noch mal rausfahren gleich. Um 12.000 schneller. Und BVB hat das Auto zerstört. Alter. Machen wir jetzt alle an. Ich bin eine 1.10.4.6 gefahren. Und damit bist du um 25.000 langsamer als Carrie. Meine Runde sah so gut aus. Ich hatte einen kleinen Steher, aber... Ja, ich weiß nicht, wie die Zeit hier hinknallen. Im zweiten Sektor bin ich viel langsamer. Jet Set, zum Glück bist du das erste Rennen nicht mitgefahren. Sonst wärst du, glaube ich, vor mir in der Fahrerwette. Locker. So, ich fahre in die Box, dann holen wir gleich nochmal einen neuen Satz. Das heißt, ich muss im Testrennen 1.9 fahren, okay? Wenn Jet das erste Rennen mitgefahren werden, würde das ja bedeuten, dass ihr keinen Doppelsieg im ersten Rennen geholt hättet. Das weiß man nicht, vielleicht wäre er doch rausgeflogen. Voller. Ja, genau. Glaube ich nicht. Ich dachte, fährt das zu sauber. Im sauber. Aber im Regen macht er auch Fehler. Fetten. Ja. Eine 1.98, die ist echt krass, die Zeit, ey. So, ich fahre Carries Auto um. Ja. Die wird schon mal nicht vor mir kommen, so wie der fährt. Ja, besser als du. Nee, eben nicht. Deshalb sage ich das hier. Ja, vielleicht hat er noch keine Runde hinbekommen. Doch. Nein. Aber die sieht auch nicht gerade besser aus. Vielleicht fängt es dann zu regnen. Ach ja, bleib ruhig. Ich kann mich da so an ein schönes Qualifying erinnern, der Formel 1, wo noch Q1 und Q2 nur gab, ne? Wisst ihr noch, wo die alle immer nur eine Runde gefahren sind? Und da waren alle richtig langsam. Musst du Philipp fragen, uns nicht. Ja, gut, Philipp kennt das Qualifying, kennt also Formel 1 verfolge ich erst seit, ich muss sagen, 2006, 2007. Okay, ich seit 2000. Ja, da gab es mal irgendwie... Nee, wie alt bist du denn? Ich bin 16. Er ist 96 geboren. 97. Scheiße. Auf jeden Fall gab es so ein Qualifying, wo der ersten Session alle total langsam gefahren sind, weil in der zweiten Session angeblich angefangen sollte zu regnen, aber keiner wusste wann. Alles sind so langsam gefahren, damit die alle als erstes drauf konnten. Gab es da zwei? Gab es nicht nur eine Session? Nee, da gab es immer ein erstes Qualifying und da wurde bestimmt, wer wann rausfährt. Der erste war, fährt dann als allerletztes, das heißt am meisten Grip auf der Strecke. So, und dann sind die alle so langsam gefahren, dass und der langsamste Zeit ist sozusagen gewonnen. Und dann war es das echt so ein Qualifying, doch. Ich weiß, dass es früher so ein System gab, ja. Aber wo das nicht anhand von was anderem bestimmt, ich weiß das gar nicht mehr, ey. Nee, war schon so. Vom Trainingsergebnis vielleicht. Ich weiß es gerade nicht mehr, aber es gab das mal, ja, wo dann eine Stelle Runde zählte, wo dann der erste war, raus musste und so. Es musste nicht immer vom Vorteil sein, es konnte auch vom Nachteil sein, wenn der Regen dann kam auf ganzem Schluss. Aber das Format, das fand ich irgendwie, ja, es hatte was, aber es hat auch seine Nachteile gehabt. Dem jetzigen Qualifying kann man eigentlich relativ zufrieden sein. Was mir nur fehlt, ist so ein persönliches Q4. Ja. Best of, das fehlt in meiner Meinung nach. Die Top 5 oder was? Top 4. Nee, Top 4 reicht. Hier ist ein Red Bull vor mir. Allerdings, wenn wir Q4 hätten, was für wie wenig Reifen wir denn hätten für das Rennen. Da ist jemand, ein Red Bull, fährst du eine schnelle Runde, der Red Bull? Jetzt? Was? Simulator? Wenn nicht, lass mir auf der langen Gerade vorbei. Oder so. Perry hat ja kein Benzin mehr drin, oder was? Doch.
Wäre der Verbremser nicht gewesen, dann wäre es eine bessere Zeit geworden, ey. So. Doch, so eine Verbesserung. Geil, 4 Carry. So. Wo ich schon auf die 3 vorgeschoben mit 1.10.4. Kannst du mir zugucken, Philipp? Ich bin gerade auf dich drauf. Timo auf der 1. Sechs. Da hat auf jeden Fall Zeit verschenkt. Sehr weit innen. War ein bisschen zu spät ans Gas. Ja. Tobi. Ah, vielleicht ein bisschen zu früh gebremst und jetzt rauf. Rauf hier, rauf den Berg hoch. Die Berg- und Talfahrt ist auch Brasilien für bekannt. 71 lange Rennrunden. Und Muschel verbessert sich einen 1.10.0. Ja, war noch 2 Zehntel drinne. Einmal zu früh. Einmal in der einen Kurve zu früh eingelenkt, hast du gesehen, Philipp, und danach auch nochmal in der letzten Kurve, kannst du sagen. In der letzten. Ich kann die Strecke. Najeb auf der 4. So, schätzt halt mal auf eine. Neue Stresshunde, die Kurve war sehr gut. Sah zumindest so gut aus. Kann die Strecke nur umlegen. Also Jet Set krieg ich auch noch hin, also. Würde ich kriegen, aber nee. Oh, da hat er was verschenkt in der Kurve auf jeden Fall. War im Rennen auch 100%? Ring? Das haben wir alle gar nicht geguckt, der wird so schnell rausgeholten alle. Ich habe auch nicht geguckt. Also auch unterschiedliche Kehrs. Einsätze hier, das ich weiß auch deutlich. Ich weiß, wo Kehrs am besten ist, ist echt ein Formel 1. Jetzt raus, ja, du hast keine Ahnung. Ja, kannst nur sagen, auf diese Strecke. Naja, du hast Monster auch mehrere Millionen Stunden trainiert und dann hast du trotzdem verhauen. Monster. Und das wird keine Verbesserung von ZZ. Sah aber gut aus eigentlich. 1.10.0. Was meinst du für das? Sollen wir mal rausfahren? Du hast noch 3,50, für 2 Runden reicht's noch. Ja. Sauber fährt auch nochmal raus, das war wohl Najeb. So, jetzt fahren wir alle nochmal raus. Das ist mein Problem, Sek. Oh, viel, da ist er abgehoben. Langsamer als alle anderen. Puh, also eine 1.10.0, die, ja, hab ich einfach mal... Bin voll. Oh, da muss der vom Gas gehen. Oh ne, das wird nichts mehr. Und dann voll abgekürzt. Also im Rennen ist 0%. Okay, dann muss ich das andere Reifen nehmen. 3.17. Runde sah gut aus, ZZ, aber da waren leider noch ein paar Fehler drin. Najeb 1.10.1.1.9. So, ich fahr eine Runde nur und die muss besser werden. Eine perfekte Runde. Nein, ja, die Zeit muss besser werden, dann habe ich erstens bessere Reifen am Start. Schauen wir mal Carlo zu. Die muss jetzt hin und die Runde gleich. Hab noch 3 Minuten Zeit. Mal schauen, wie Carlo sein Kehrs verteilt. Wenn er nicht verbessert, hau ich noch eine Runde ran. Dann sind mir die Reifen auch das egal. Das war zu spät gebremst. Ich glaube, wir sehen, das ist eine Strecke, die liegt mir. Mal gucken, was hier Philipp fahren würde. Also man merkt auch, mein Carlo, der schaltet selber. Das hat man vorhin noch ganz klar im Regen gemerkt, also das ist ja der zweite Versuch zum Aufnehmen, weil vorhin hat es mich einfach mal rausgehauen. Ja, das war... Ja. Oh. Also da hat dein Hinterräder richtig durchgedreht, ey. Und die Kurve fest zu langsam an. Also Carlo, Kehrsverteilung optimal. So Philipp, ich bin jetzt auch mal schön eine Runde gleich. Da waren zu viele Fahrfehler drin, Carlo. Es war nicht wirklich eine schnelle Runde. Jamal, 1.10.6, ist auch auf eine schnellen. So, Tobi geht auf seine schnelle. Ah, er macht die Fehler. Die Runde ist auch nicht, will auch keine Besserung. Der ist ein bisschen zu spät geöffnet.
Boah! Der hebt ab. Ja, ein bisschen zu weit raus, es ging aber noch. Jetzt ist der schnelle Rechtsknick. Zu weit in der Mitte. Hat Zeit gekostet, auf dem Cup gebremst, hat auch Zeit gekostet. Nicht optimal die Rechtskurve. Dadurch kommst du jetzt zu weit links hier raus. Noch eine Minute, nur noch eine Minute. Oh, 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 da hat er zu viel Gas gegeben. Weil die Kurve sah eigentlich richtig gut aus. Ich hau noch mal eine ran. 50 Sekunden, Heptin hat aufgegeben und ist auf Position. Ich hau noch mal, ich hau noch mal eine ran. So, Timo Nahn wird der macht geht Platz. Auf, packt mal volle Kanne in die Wand. Oh, ich hätte geht er noch auf eine schnelle Runde oder geht er auf keine schnelle Runde mehr? Doch, oder? Falls er genug Benzin drin hat, dann geht er auch noch mal auf eine schnelle Runde. Und schauen wir Mulchen zu. Mulchen und Schätzett, jetzt sind die beiden noch auf Verbesserungskurs. Wie geht es nach meiner Zeitmessung nicht nach einer Verbesserung aus? Jetzt diese Ultraschnelle Race, die muss man perfekt kriegen. Und da verschenkt er immer was. Das ist so eine Kurve, da verschenken wir schon auf jeden Fall was. Da wieder durchdrehende Hinterräder gehabt. Jetzt diese langsame Kurve. Langsamer ins Gas, besser als vorhin. Jetzt hier der Linksklick, der geht voll. Jetzt letzte Kurve. Voll über die Curbs. Oh. Aber ich sag, vom optisch schnell sah das für mich nicht schnell aus. 7, 8, 9, nein. Oh doch, minimal. Ganz minimal, so Timo noch auf eine schnelle Runde in unterwegs. Da geht okay. Noch was, ey, Mann! Naja. Er hat schon einen Fehler gemacht. Ah, die Kurve war glaube ich auch nicht optimal angenommen. Welche, die letzte? Doch, das ging noch. War noch im Rahmen. Ein bisschen Kerl hatte sich das noch aufgespart. 6, sehr, sehr eng. 4. Doch, war noch eine Verbesserung. Okay, Jetset hat es ja nochmal verbessert. 1,97. Also was man jetzt sehen muss, die vier sind jetzt die. Kannst du mal das Ergebnis verkünden? Oh. Jemand hat auf der 1, Jetset Mai auf der 2, Mulchen, der echte auf der 3, Naib auf der 4, Carlo auf der 5, Mal auf der 6, Heptin auf der 7, Gagabo auf der 8, BVB auf der 9 und ich bin gar nicht in der Wertung drin. 10. Letzter. Letzter. Red Bull, Doppelführung. Hatten wir eben nicht, eben hatten wir 1 und 3. Im Regen war ich auf Platz 2. Ich war auf Platz 4. Also ich kann diese eine Kurve nach dem zweiten Sack nicht. Da verliere ich 4-5 Zehntel. Den Scheiße, dass ich die Session sofort aufgeben kann, ey. Ist das bitter, ey, jetzt, ey. Jetzt habe ich nicht aus Versehen auf F9 gleich gekommen. Da habe ich ein Problem. 0%. Philipp, hast du ein Lenkrad dran, ne? Ja, natürlich. Warum? Ich glaube, wenn du es einstellen kannst, kannst du mit, wenn du Gas gibst, kannst du auch noch nach vorne drücken. Oder glaube schalten ist, wenn auch die. Ich glaube schalten ist das. Probieren wir einfach mal aus. Kann ich ja gleich mal machen. So, bitte ja, keiner startet das Rennen. Philipp kann mal gleich die Startaufstellung präsentieren. Ja, wenn ich mal auf euch warten muss, ey. Auf Spielerwart. Jetzt fliegt Mulch halt raus. Nee. Ich war nicht eben im Qualify 100% Regenwahrscheinlichkeit. Also. Im Qualify. Ja. Die Skaldorfskirne. Demonator hier. Er hat keinen Gegner heute vor sich. Der ich da war leider nicht dabei. Auf der 1 setzt, mal auf der 2. Die Überraschung. Vielleicht kann er auch hier nochmal für eine Überraschung sorgen. Der Lappen Mulchen überrascht aber auf der 3. Ja. Naja, auf der 4 die Wiederkehr kommt. Carlo ein bisschen enttäuschend. Nur. The Comeback. Der Mal auf der 6. Wie erwartet. 7. Heptin. 8. Gagabur, noch vor BVB 971, da ist irgendwas schiefgelaufen bei ihm. Gut, ich glaube Strategie kann man mit einem Rennen umstellen, glaube ich hier. Philipp, kannst du nicht einfach sagen, ich bin besser gefahren? Philipp, kannst du das Rennen schon aufgeben? Nein, kann ich nicht. Das ist die Kacke hier. Ich kann nur Optionen, Pfeilen, Verstehungen.
Kann ich auf bereit klicken? Ich bin bereit. Gut, ciao. Das hat der FIA-Leiter mal kurz gemacht hier. Also im Rennen muss ich auf jeden Fall angreifen. So. Du musst angreifen. Du musst alle angreifen. Philipp, du hättest mal vorhin sehen müssen, was da in den ersten Runden passiert ist. In der Kurve, wo Vettel abgeschossen wurde, waren alle neben der Strecke. 7 Leute neben der Strecke. Das sah so genial aus. Aber ich hab die Aufnahme schon. Dass ich überhaupt dabei bin, ey, ist ein Wunder, ey. Ja, du kannst. Wir gerade so alle rausgeflogen, beziehungsweise ich rausgeflogen auf einmal. DTM meine Verein spielt F1 2013. Ja, da hab ich Glück gehabt, ey. Da hast du richtig Glück gehabt. Aber du fährst ja trotzdem nicht mit, also. Ja, und da wisch mich den Kommentar so, und ich glaube, ich will so ein bisschen auf die Saison 2013 eingehen. 14 meinst du? Nein, 13. Okay. Red Bull in der Beführung. Weil das ist ja das Abschlussrennen heute. Das Abschlussrennen? Ja, das Abschluss. Und das ist so Abschluss. Das ist der Abschluss. Ein Nico Hülkenberg hinter mir? 71 Runden. Und der große Preis. Von Brasilien, letztes Rennen für Massa. Wer fährt einfach mit? Na schade. Nee. So. Simonato auf der 1. Und dann jemand. Oh. Schön von Jetset. Attackiert. Aber das lässt sich, glaube ich, Simonato nicht entgehen. Oh, sehr weit raus. Jetzt Anfahrt auf Kurve 3. Kevin, lass dir Platz. Nee, 4. Und außen geht... Oh! Oh! Da geht ein Sauber auch noch vorbei. Ah, mit Gas geben und Bremsen geht das, Tobi. So, Naim auf der 2. Tim auf der 3. Da wird bald Angriff riechen. Muschan auf der 4. Der ist direkt dahinter. Spannend, spannend. Naim hat es jetzt am meisten gut gemacht. Ja, Naim hier die Überraschung. Und der Angriff von Timonato. Nein, steckt er zurück. So, kein Jetset mal muss jetzt Chance nutzen, um wegzukommen. Um wegzukommen vor Timonato. Aber das könnt ihr auch in meinen Augen. Da war in der Luft. I believe Wolken. Steilpunkte 10 von 10. Grosjean! So, Silverstone Rennen F1 2013. Kommt der Angriff? Ja, willkommen. Aber ganz klar. Aus der Muschel sich unterbremst, naja, aber vergisst, oh, die. Und muss abkürzen. Muss abkürzen, jetzt muss auf Muschel aufpassen und Muschel ist auch vorbei. So, jetzt noch kein DS, wir sind in Runde 2. So, Team, der nächste Jetset war. Der hat jetzt schon über eine Sekunde Vorsprung, mindestens. Und hier Muschel, mal gucken, wie es weiter hinten abläuft, weil er in der Mitte zahlt. Oh, Timonato Fehler! Und da ist Muschel vorbei. Naja, mit einem sehr. Nicht fairen Manöver, würde ich jetzt mal sagen. Muss ich nur wissen, was vor und zurück ist. Also Gas geben ist zurück, okay. Also ich habe dich nur abgesehen. Gekkerbo, ich weiß nicht. Und da greift Timonato an. Irgendeine McLaren hat gerade mich. So, Jetset kann sich absetzen. Vorne weg. Kampf um Platz 2 ist eröffnet. Wer hat denn jetzt hier noch mehr Kers übrig? Timonato hat hier mehr Kers übrig. Aber das wird leider nicht für den Angriff im Windschatten reichen. Oder? Er kommt näher. Muschel fährt Kampflinie. Sieht da links? Er bremst später hier. Linkskurve ist die erste. Jetzt kommt die Rechtskurve. Oh, da macht Timonato richtig zu. So, und Muschel... Kann er kontern? Er hat DS bekommen. Ich glaube, Timonato hat ein komplettes Gas verbraucht. Fast die Berührung hinten. Und jetzt kommt der Angriff. Und Timonato und Jetset bei. Die Angriff, ja. Die Angriff. Sehr gut, Philipp. 10 von 10 Stilpunkten. So, jetzt ist Carlo der nächste. Carlo. Ey, ich habe so einen geilen Namen für wenn wir Koop fahren. Ich habe so einen geilen Namen für Mercedes, wenn wir Koop fahren. The Silver Surfer. Der ist richtig geil, der Name. Ja, schön für dich. So, wann kommt Carlo Naib vorbei? Und das ist die nächste Berührung. Rad an Rad hier. Boah, hier hinten geht's gerade richtig ab, ne? Philipp, hier mit Clemen gegen Lotus. Ich bin gerade bei Position 5. Bei Carlo, der jetzt wahrscheinlich einen Angriff starten wird.
Dann switchen wir gleich nach hinten. Nein. Oh, das ist... Oh, eiskalt reingezogen. Von wem? Von Carlo. Kann Nayeb kontern. Jetzt... Oh, ey, da merkt man richtig, wie voll das Auto ist. Es ist richtig schlimm. Nayeb, das war klares Anschieben. Da merkt man richtig, wie voll das Auto ist. Strafe, ganz ehrlich. Also wenn Nayeb keine Strafe hat, dann muss der Carlo wieder vorbeilassen. Das war ganz klares Anschieben. So, BVB jetzt rein an dem Lotus von Damal. Und das ist... Ey, Philipp, du musst dir mal vorstellen... Ey, weißt du, wie schwer das Auto ist, Alter? Das musst du mir nicht sagen. Und Damal kann ihn kontern. Sehr schön, sehr schönes Pressen hier. Du, mir musst du nicht sagen, wie voll das Auto ist. Ich fahre jedes Mal 100%. Damal sehr weit raus. Also du bist Brasilien nicht gefahren. Ja, ich war... Ey, ich kenn's trotzdem. Ja, ich kenn's aus 5 Saisons. Ich weiß, wie schwer das Auto ist. Ich glaube, ich weiß am besten, wie schwer das ist. Auf der 8 Heptin, schauen wir nochmal weiter zurück hier. Wo ist denn unser Freund der Gagabor? Auf der 9? Ich wurde abgeschossen in der zweiten Runde. Mal wieder. Und ich werde immer damit betiteln, dass ich immer alle abschieße. Also, was man so sagen kann, Jetset, ein ganz starker Favorit hier auch im Ligarennen. Ja, du vergisst mich. Danke. Bin momentan überall der Favorit, glaube ich, mit 3 Rennsiegen schon. Philipp wird sowieso gewinnen. Also es ist das glaube ich eher nicht. Ich glaube, der kann den Rennspeed nicht von Jet Set mal hinterher. Hat der Nai jetzt hier eine Strafe bekommen oder nicht? Ich weiß es leider nicht. Hoffentlich. Nein. Weil es war ganz klares Anschieben. Auf jeden Fall aus meiner Sicht, ganz klar. Wird sowieso im Ligarennen regnen. Ich glaube, jetzt lässt er dich vorbei. Danke. Oder hat er es doch gemacht? Aber vielleicht wollte er nicht so viel Zeit auf einmal verlieren, das kann natürlich auch sein. Ich weiß auch gar nicht, ob der mich gerade hört. Der hört uns. Jetzt im Mikro stumm. So, mal schauen, ob Nayeb vielleicht nochmal einen Angriff starten kann. Vorne die ersten drei stehen fest. Jetset, Demonator. Und The Green Racing Machine. Nein, The Silver Racing Machine. Nur heute nicht. The Silver Surfer. Mutschens Namen werden immer beknackter für die Autos. Fresse. Wo liegt denn momentan eigentlich die schnellste Rennrunde? Carlo 1.14.9. Tobi 1.14.5. Imonato 1.14.4. Jets 1.14.1. Das waren hier erst 5. Wir sind in Runde 6, meine Damen und Herren. Jetzt. Meine Damen und Herren. Und Carlo hat einen Fehler gemacht. Mir geht fast gar nichts hier. Aber Nayeb konnte nicht profitieren davon. Aber das, also der Kampf um Position 4 ist offen hier. Und ich glaube, Carlo leckt gerade richtig bei mir. Hat meine auch in die Kommentare geschrieben, wir sollten Carlo rausschmeißen, der leckt zu viel. Ja, habe ich auch dafür. Habt ihr guten Fahrer weniger? Also du leckst aber gerade wirklich, ey. Das muss man dir aber jetzt gerade lassen. Bei deiner 150.000 Leitung, die vielleicht nur an einem Tag mal nur 5.000 sind. Also jetzt bist du bei mir gerade rausgefahren und abgehoben. Ich weiß nicht, ob das bei dir jetzt auch gerade der Fall war. Team Radio Mercedes. Also mal bist du 100 Meter weiter vorne und mal bist du wieder, ja, genau so geht's mir auch, Nayeb. Ich glaube, Timo sagt... Oh, klare Berührung. Also Nayeb, der fährt ganz schön aggressiv, was ich hier höre. Warum habe ich eine Strafe? Ich habe ihn nicht mal berührt. Nayeb zurückgefahren auf die 8 und ich höre gerade eine Strafe für Carlo. Ja. Wie findest du eine Rückspulfunktion? Wo bist du denn? Auf der 5, oder? Oder auf der 4? Ja, ja. Ich hab mein Ingenieur hat auch gesagt, mein Teamkollege, mein Hintermann hat eine Strafe bekommen. Ja, das ist Carlo, der ist auf der 4. Ich weiß aber auch nicht, wofür du eine Strafe bekommen hast. War ganz klar Nayeb, bist hinten reingefahren. Nayeb, passt da mal ehrlich mal auf, ey. Wenn nicht, dann... Online ist es so, du musst halt... Ich bin auch vorhin, wo ich DRS hatte, bin ich auch nicht in die Kurve reingestochen. Hat Philipp selber gesehen, also, ich bin einfach da links... Also beim ersten Mal war es wahrscheinlich ein Missverständnis, so wie ich das beurteilen konnte.
Er wollte, glaube ich, links, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, links reinziehen, dann ist auf einmal Carlo, der vorher... Muss mein Auto leer kriegen, so, kann der mal das jetzt besser machen als Snipe? Und jetzt leckt Carlo bei mir nicht mehr. War wirklich nur auf eine Runde gerade. Und da vorne kommt, glaube ich, Timo Nato ein bisschen näher und... Carlo macht gerade seine Durchfahrtsstrafe. Da mal auf der 4. Richtig unnötige und naja, er hat auch eine Durchfahrtsstrafe, ne? Ich sag ja nur, okay. F1 2012 Koop, ja, so, Brasilien rennen, ey. Mal da und jetzt kann ich mal meine Seite erzählen. Also hat er dir den Auge geleckt, oder? Oh, oh. Und zwar extrem. Also das erste Mal war mein Fehler, da hab ich ihn ja wieder vorgelassen, weil ich keine Strafe dafür bekommen habe. Aber beim zweiten Mal hat er so rumgeleckt, ja, durch meine Frontflügel. Oh, Dreher! Ja, okay. Dreher von Gekkerbohr! Das ist ja nichts Neues! Captain zieht er noch rein. Carlo ist auf der 7. Sorry, Nadel, wenn ich dich unterbrochen habe, du darfst gerne weiter fritzen. Oh, er ist geil reingestochen. Außen funktioniert das hier leider nicht. Hey, da hinten ist keiner mehr beteiligt. So, naja, du darfst gerne dafür. Der rechte Reif... Das war wirklich mein Fehler und... Da habe ich ihn ja dann auch wieder vorgelassen, wie man gesehen hat. Weil ich es dir auch gesagt habe. Und ja, beim zweiten Mal, da hat er so rumgeleckt, da habe ich meinen alten Frontflügel erstmal verloren, weil der die ganze vorne, hinten. Und dann habe ich mich verbremst, dann in der Kurve und ich habe den gar nicht gesehen. Der ist ja vorne, hinten. Und da wusste ich auch nicht, was los war. Habe ich meinen Frontflügel jetzt verloren, dann war ich erst in der Box. Und jetzt habe ich die ganze Zeit so rascheln im Hintern. Ja, man, tut mir echt leid, aber wollte ich auch nicht abschießen, ne? Mach's wie F1, ja, F4, F5, mach den PC vorher 6 Stunden aus. Mein PC ist gut genug. Nein, es war ja nur für eine Runde, hat der Oh, Berührung! Es war ja nur für eine Runde, Berührung. Dieser Leck. Komischerweise, nur für eine Runde. Danach ging's ja schon wieder. So. Pille, ja? Wenn du so schreist bei einer Berührung, hättest du nicht sehen sollen, was der Mal, ich und Captain und noch McLevin in den ersten 5 Runden da hinten gemacht haben. Ja, ich wollte aber vorne bleiben. Das ist ja für die Zuschauer immer spannend da vorne. So. Wen haben wir denn jetzt hier? Carlo und Captain müsste das sein, genau. Oh, der hat aber Probleme, der Captain beim Rausbeschleunigen. Das erkennt man ganz deutlich. Wir sind in Runde 9, beziehungsweise die Führenden sind, glaube ich, schon in Runde 10. Ja. Also Überrundungen sind hier nicht ausgeschlossen, meine Damen und Herren. Ich wollte die Karte mal auf groß machen, ey. Fuck. So, ja, meine ist groß, deswegen weiß ich, wo ihr alle seid. Deswegen weiß ich auch, wo Duelle passieren. Also Philipp, wenn du so nett wärst, kannst du mir ja sagen, ob Jetset mal reinfällt in die Box. Brauchst mir aber auch nicht sagen aus Fairheit. BVB auf der 5, der müsste als nächstes geschluckt werden von Carlo, der vorbeigegangen ist an Heptin. Aber Heptin kann auch nicht kontern, weil er zu weit draußen war, wieder meinem Kiel. Na, ich glaube, Jetsets Reifen lassen langsam macht, weil der verliert mehr und mehr Bohnen an... Oder auf, Timo? Bohnen auf, Timo, oder Bohnen an? Also Timo hatte heute auf jeden Fall. Und Jetset hat noch keine neue schnellste Runde gedreht, genauso wie nicht wie Timo Nator. Miranda, ich bin vorhin 14.6 gefahren, aber... Also, bis Runde 22, da kann mich Komasum am Arsch lecken. Also, wollen wir mal schauen. Ich kann die Rundzeiten sehen. Also Jetsets Reifen, er hat in der 9. Runde eine 15.3 nur zu Buche stehen. Da war ich 18 immer schneller gleich. Und da war, da hat einfach Timo Nator schon gleich aufgeholt. Alle auf weich bis auf Naip, der ist in die Box schon abgebogen auf hart gewechselt. Der muss da seinen Frontflügel reparieren. Hat also keine Strafe dann gehabt. Und ich habe die ganze Zeit so ein Rascheln im Hintern, weil ich ins Kies irgendwie... Ach, wie bin. Philipp, wie in Nürburgring. Ja, die ganze Zeit, das ist so nervig, jetzt weitere 60 Runden mit diesem Rascheln zu fahren. So, jetzt bin ich wieder als Letzter. Als wenn man Kiessteine da drin hat, oder? Ja, ja. Gegabor, fährst du mit Controller? Gegabor, fährst du mit Controller? Ja, ich fahr mit Controller. Ja, besser so. Mit Lenkrad bist du die letzte Niete. Jetzt lässt sich das Auto endlich mal fahren. Mit Lenkrad bist du so auf mein Level, wo ich früher F1 2012 angefangen habe. Auf fortgeschritten. Dann mal auf der 4. Noch weiter unten.
BVB auf der 5 und ich glaube, Carlo kommt da deutlich näher. Meine Reifen sind okay, die gehen jetzt langsam ins Dunkelbraune über. Ja, Carlo schnellste Runde auch eine ganze Sekunde schneller als die von BVB. Da werden wir wohl in den nächsten zwei Runden einen Angriff sehen. Philipp, ich weiß nicht, ob dich interessiert, aber ich war gerade in der Box. Du warst gerade in der Box? Ja. Du, ich kann alles sehen im Renndirektor. Reifen hinüber und so. Ja, einmal in die Box, auch auf Fahrt gewechselt. Letztes Jahr gab es das Ganze bei Philipp auf dem Kanal mit On-Man. Heute gibt's das hier in der Liga. Nein, mit Tobi. Und ja, ich fahre jetzt noch die ersten Boxenstops. Wenn es hier On-Man sieht, schöne Grüße an dich. Ja gut, letztes Jahr gab es ja noch den Fall mit Alonso und Vettel, da war es ja noch um die WM. Da ist er Ferrari gefahren, oder? Ja, und ich bin Vettel gefahren. Jetzt geht's ja eigentlich... ich bin Ferrari gefahren, er ist Vettel gefahren. Ja. Jetzt geht's ja eigentlich nur um die Konstrukteursweltmeisterschaft um den zweiten Platz. Zwischen Mercedes, Ferrari und Lotus. Lotus ist da so weit offen? Ja. Okay. Ich glaube ich 16 Punkte auf Ferrari und dann nochmal ein paar Punkte, noch ein bisschen mehr. Ich glaube 30 oder so dann auf Mercedes. Aber ob da wirklich noch was geht jetzt, wenn Sebastian Vettel gewinnt, dann glaube ich, ist das eigentlich irgendwo durch. Geht aber Grosjean auf der 1, dann wird's für Ferrari schwer. Grosjean auf der 1, wenn das ist, dann fahr ich nach Frankreich und spring vom Eiffelturm runter. Okay, oh, die Wette will ich sehen dann. Ich war auch schon mal auf dem Eiffelturm. Eine Kamera mitnehmen und aufnehmen und dann... Ich mach so wie in Rush Hour 3, ich spring mit Fallschirmen runter. Ob sie sich da überhaupt hochlassen mit Fallschirmen, ist natürlich die Frage. Naja. Also momentan überhaupt keine Angriffe hier, also... Jetzt spulen sie gerade alle ihre Runden ab, bis zum Boxenstopp. Wir fahren hier mit Medium und Hard, fahren jetzt in Wirklichkeit auf. Wer ist denn gerade auf Start und Ziel? Ich. Du leckst übelst auf der Minimap bei mir. Schön. Riechst du immer hin und her. Freut mich. Dieses Jahr werden wir keinen Raikön sehen, der durch das Tor fahren möchte, weil er gar nicht mitfahren wird. Dann sehen wir einen Kovalainen da drin. Alter, diese Reifen, ey. So. Ungefähr 3 Sekunden der Simulator Rückstand. Wenn ich es richtig gesehen hab. So Pi mal Daumen. Mein Lehrer hat immer früher gesagt, Pi mal Fensterkreuz. Ah, auch gut. Okay, alle fahren noch weiter. Und wieder ist mein Rennschrott. Warum? Meins auch. Timo hat einen Fehler gemacht, ich habe nur noch 1,7 Rückstand. Und der zweite Fehler ist auch noch gleich gekommen, ziemlich weit raus. Na, was schwächt ihr denn da? Schwächt ihr da vielleicht Reifen? Also wenn Tobi auf der 3 in den Simulator fahren kann, wo fahr ich denn dann im Liga-Rennen? Vielleicht liegt auf den Reifen. An den Reifen. Auf den Reifen. Ich fahr in die Box, ey. Philipp wird bestimmt 5. oder 6. im Liga-Rennen. Dann werd ich Erster. Ja. Mich wundert es ja, dass ich Italien gewonnen habe. Letztes Mal gerade... Ja, bei denen kann man sagen, ne? Und du sagst zu mir Lacker, ey. Wenn ich an die erste Runde denke, ey. Na, das war nicht Lacker. Ja, aber ich auch gerade sagen, ey. Ich fahr jetzt auch in die Box. Ich glaube, Timo wird auch in die Box fahren, ja. Timonato in der Box. Timo, geht in die Box, genau. Jetzt fährt weiter. Huch. Wir wollten nicht hören, so. Sehr gut, komm, jetzt... Ran da die Kacke und raus! Auf Fahrt? Ich auch. Und Timonato auch auf Fahrt. Das Battle um Platz 2 wird fortgesetzt. Beide haben die Strecke bei einer roten Ampel verlassen und bei einer Strafwaage. Hallo. So, Timonato ist draußen, ist auf 2 geblieben. Alle in der Box wohl gewesen. Außer Jetze, der fährt weiter. BVB immer noch auf der 4. Heptin auf der 6. Was labert denn mein Ingenieur von noch ein Stop? Ihr sollt 35 Runden durchfahren. Klar. Hast du denn genommen, ey? Also Heptin ist, glaube ich, an der Mal dran, wenn ich das richtig sehe. Ja, der war nicht.
Heptin ist auf weich. Ich denke mir, das ist immer noch der erste Satzreifen. Er war nicht an der Box. Ich würde jetzt nicht im Renndirektor nachgucken, aber der davon ist auch noch auf weich. Ja, weißt, wir schauen mal ganz kurz in den Renndirektor. Also, es waren in der Box Timonato, Tobi, Damal, Naep, Carlo und Gerkabor. Und ich sag nicht auf welchen Reifen. Bin auf hart. So, es ZZ war in der Box. Und bleibt wahrscheinlich auch erster. Ja, da kommt der Simulator. Konnte da jetzt Zeit gut machen auf die eine Runde gesehen oder nicht? Ich habe auf jeden Fall Zeit gut gemacht. Also momentan nirgendwo hier noch ansatzweise jetzt Spannung in der Luft. Der einzige noch nicht drin war, ne, zwei war noch nicht drin und das sind BVB 971 und Heptin. Heptin ist bestimmt auf der 5, oder? Ist auf der 6. Ist Carlo 5? Motion 3. Peter BVB. Carlo ist 8er, ja. Da mal auf der 5. Ach du Mist. Heptin auf der 6. 7er Naev, der immer noch nicht mit seinem Wagenproblem hat. Und Carlo ist dahinter. Bestimmt ist Timonato gerade auf der schönen Runde. Also hat Carlo einen Platz in der Boxengasse verloren, sehe ich das richtig? Und ich höre so gescheitert an BVB. Carlo. Ach, gescheitert an BVB, okay. Also, der erste ist jetzt im ersten Sektor gleich zu Ende. Timo ist gerade eine schnelle Runde gefahren, 1.13.3. Ich bin 1.13.7 gefahren. Bin ich ja gar nicht mehr so weit weg in meiner 14.9. Carlo 1.13.4. Und da ist jemand in der Boxengasse. Das war BVB. Damit ist Carlo vorbeigegangen. Alter, ist das aber kompliziert auch mit Gas und Bremse, ey. Man braucht zwar nur einen Fuß dafür, ist aber kurz ein bisschen ätzend. Wie schalten wir? Nee, jetzt machst du mit Gas und Bremse nach vorne und nach hinten. Also der spannendste Kampf ist momentan der um Platz 6. Naep und Carlo. Oder Carry F1 genannt. Naja, ich habe jetzt gerade mal in der Runde gleich mal fast 17 auf Timo aufgeholt. Oh ja, das sehe ich auch auf der Minimap. Aber das ist, glaube ich, noch kein DRS-Fenster. Also die ersten drei können sich auf keinen Fall da ausruhen, auch ZZ nicht. Da ist noch viel, viel Spannung drin. Ja, ich habe die schnellste Rennrunde gefahren. Und 1.13.3. Ne, 2. Da liege ich ja gut. Und Carlo jetzt... Oh! Mit dem Angriff. Keiner leckt bei mir. Also jetzt geht die Entschuldigung hier nicht, dass einer leckt. Innen und Gruß Naep, kann er kontern? Ups, Waller, das war falsch. Mit Gas gehe ich ein nach hinten. Oh, da war, glaube ich, ein Fehler von BVB. Wir sind in Runde 18, meine Damen und Herren. Noch ein weiter, weiter Weg. Ich glaube, ich schlafe gleich mal. Wo ist denn Kaffee an der Box, oder? Also 100% Rennen, Jungs, ist nicht ohne, ne? Ich spreche aus Erfahrung. Ja, also ich bin jetzt gerade... Ja, was? Und da wird einer ungeduldig. Schalte mal zu Heptin gegen Carlo, die Python da gerade. Ich bin gerade bei Carlo. Ich will mich da bloß nicht reinmischen. Und! Berührung, auf jeden Fall eine Berührung. Also hier ist ganz schlimm, der rechtere vordere Reifen, der wird nicht gerade so wärmer wie alle anderen. Und jetzt ist Naep daneben. Erste Kurve ist eine Linkskurve. Da gab es, glaube ich, keine Berührung, das sah nur so aus und Carlo vorbei. Aber ich gebremst da, aber naja. Wir haben eine Kollision zu verursachen.
Boah, das Rascheln nervt sowas. Ja, das hat mich auch genervt, aber ich verbringe auf der 7 jetzt. Man kann irgendwie die also Phil, ich bin jetzt an Team Noto dran, ne? Kannst du denn mal rüber switchen, wenn es nicht mehr so spannend ist? Oh, du mit deinem rüber switchen. Ich seh ein Auto! Ich bin noch 1,001 Sekunden hinter, Timo. So, ich bin jetzt beim Murschein drauf. Es ist eine Züge oder was? Ja, leider, so. Sonst nicht eine Züge. Platz 2. Wo bringt lange keiner mehr vorbei? Also Zug-Update, ist vor lange kein Zug mehr bei mir vorbei momentan. Das war ein bisschen spät gebremst, würde ich mal sagen. Das hat dich auch mal wieder eine halbe Sekunde gekostet. Jetzt? Ne, kein DS. Normal. Da habe ich mir in der ersten Kurve ein bisschen versaut. Hast du mal, wenn man aufs Zuschauen klickt, dass man gleich beim Führenden landet, ey. Das ist gerade beim letzten, wo man war. Hast du ein bisschen blöd gemacht, Codemasters? Schlecht, rauchen durch. Bist du leicht abgehoben? Philipp, wolltest du denn auf die Saison 2013 eingehen? Das wollte ich machen, wenn man hier weniger Spannung drin ist. Eben war wenig Spannung drin. Ja, aber da kam mir wieder was. Mach ich zum Schluss, damit die Zuschauer warten müssen. Damals hätte ich genug Zeit, mir Gedanken darüber zu machen. Ihr könnt ja mal eure Tipps in die Kommentare schreiben, wie das Ligarennen ausgehen wird. Schreibt mal die Top 3 in die Kommentare. Ja, das ist ja nicht schwer, die Top 3. Ihr könnt ja die Top 16 schreiben, was ihr wollt. 16. im 1 ist hier 5. Also jetzt kann ich wieder absetzen. Der Simonato scheint wohl Probleme mit den harten Reifen zu haben. Ich würde sagen, der scheint mit irgendwie generell ein paar Mini-Probleme zu haben. Oh, wieder zu spät, meine Fresse! Das ist, wenn Tobi live auf der Kamera drückt, dann macht er Fehler, seht, merkt ihr es? Hey! Mal ruhig fahren hier. Also der Mal momentan auf der 4, ein bisschen, ja, ruhig bei ihm. Den höre ich auch nicht mehr am Funk hier, der sagt auch nichts mehr. So, Carlo ist jetzt auf der 5. Wenn er jetzt mal noch mal den Damal attackieren will, dann muss er ein bisschen Gas geben. Wer leicht der McLaren vor mir? Ey, Timo sagt das ganze Rennen nix, ey, Sätze. Er muss sich konzentrieren. Er fährt auch manuell. Timo Nath hat ja auch mal mit mir zusammen mitgesprochen. Weißt du noch, Timo? 2012 hier Battle. Und Japan war das auch noch. Ja, das fiel ihm, glaube ich, schwer, immer mitzureden und gleichzeitig schnell zu fahren. Deswegen sagt er, glaube ich, nichts. Stimmt's? Und BVB weit raus. Ist das der beste Beispiel? Walizki RLP? Also, ja, also von Kommentars her gebe ich mal so 10 Punkte. Von 100? Bei mir jetzt? Nee, bei Walizki RLP. Also bei mir jetzt gerade hier? Na, wenn du fährst, dann wirst du auch ruhig sein, aber du wirst auch mehr reden. Bei dir, du bist lustig. Du musst dir Südkorea das letzte angucken. Da habe ich nie geredet. Ihr beide seid als Kombination lustig. Ja, das macht halt ein Let's Play aus, dein Kommentarstil. Du kannst so schlecht in dem Spiel sein, aber du musst halt kommentieren. Die meisten kennen schon den Stolze Part vielleicht, der nicht der beste Rennspielfahrer ist. Und aber sein Kommentar, der Kommentar ist einfach Bombe. Die Berliner Art, ja, kommt aus meiner. Okay, Ecke kommt da ja fast. Und ja, er kommt hier einfach klasse. Also das nenne ich mal Kommentarstil. Also schön, wenn du auch eure Videos guckt, ne? Also es sind hier ich finde jetzt als bester Let's Player. Müssen die Zuschauer einsehen, müssen die Zuschauer einschätzen. Tobi, du vergisst dein Kers einzusetzen. Ja, ich muss mal auf der Geraden hier. Mir geht gar nichts. Vergiss es. Er ist ein Spion. Nö, ich kann dir genau sagen, wo Tobi auch Zeit liegen lässt. Ah, der Himmel zieht sich zusammen. Da sind ein paar Mini-Wolken am Himmel. Aber solange der Renningenieur nichts sagt, ist alles gut. Es wird nicht regnen. Glaube ich auch nicht. Wenn der Renningenieur einmal recht hätte. Der hat nie, langweilig. Der hat nie recht. So, Position 7 könnte ein bisschen spannender werden zwischen Naib und BVB. Die sind wir ein bisschen enger zusammen. Ja, weil ich gerade einen Unfall gemacht habe. Ich sag doch, mir geht nichts mit dieser großen Karte, das ist alles im Blick. Ja, ich habe immer diese Rascheln, das nervt. Ja, dann wirst du noch 50 Runden mit dir schleppen dürfen.
Davon träumst du die Nacht. Ja, das merke ich schon. Ich hab's irgendwann ignoriert, ey, aber ich hab's trotzdem immer noch gesagt. Captain, in was für Rundenseiten fährst du eigentlich? Das ist eine interessante Antwort. Könntest du jetzt sagen? Da guck ich einmal nicht hin, ich hätte fast mein Auto geschrottet. Da ist oh, schade. Wie langweilig. Ja, Mojan, was sagst du dazu? Wie läuft so auf deinen Kanal, Mojan? Ich kann mir vorstellen, dass jetzt die Runden für ihn die unerträglichsten werden, weil das sieht sich vorneweg irgendwann richtig. Kann ich mir bei ihm gerade gut vorstellen. Na, Team Nordland fällt auch gerade weg. Ich kenne das Gefühl, wenn du allein im Rennen bist. Wenn du in einem Kampf bist, dann geht's noch. Dann gehen die Runden vorbei. Aber wenn du alleine vorneweg bist, das kommt dir wie eine halbe Ewigkeit vor. Wir waren natürlich auch wieder ein Interview. Nee, komm. Doch, komm. Kurzes Interview. Kurzes Statement. Ah, das hänge ich denn am Ende des Videos nochmal ran, ey. Das meine ich ja, extra. Das mach's auch nicht, ich häng's an den mein dran. Statement. An Gigabo, du müsstest ja uns wieder zwei Farmlets machen. Ja. Ich kann's kaum erwarten. Ey, ich hab mich gefragt, wie hast du es mit den Zeitungsartikeln bekommen? Den hab ich einfach selbst geschrieben. Was, ey? Da waren grammatikalische Fehler dran. Darauf hab ich nicht geachtet. Hauptsache das Thumbnail wurde fertig, weil ich gehetzt wurde. Den Team Lotus. Das ist doch geil, das sieht eh keiner. Nein, Naib schon. Naib B. Silverstone, 3 Likes nach oben. Ihr könnt ja mal den kompletten Zeitungsartikel haben. Ich hab ihn bis zum Ende geschrieben. Man sieht nur die Überschrift leider. Oh, Mochen, ich glaube, da bist du spät gebremst. So beim Vorbeischwitch. Na, ich muss mir gerade kratzen. Und Timata holt ganz schön auch auf Jet Set. Ja, aber der Kampf um Position 6 ist immer noch der spannendste hier. BVB ein bisschen zu spät gebremst. Ein bisschen? Bei mir heißt es richtig verbremst, wenn du richtig raus bist. Ich hab Angst vor Geckerbohr. Wieso? Du leckst da, ich werde dich ungefähr in Runde 50 oder später überrunden. Nein, du wirst nicht. Nee, das dauert noch. Sehr gute Einstellung, Mojan. Also ich schätze, fährt 1:13 Mitte ungefähr. Für Rundenzeiten. Denke ich auch. Aber diesmal, auch. Diese Runde ist richtig schlecht. Ich glaube, 1:15 oder so. Nein, 14:05. Juhu, ein Zug fährt wieder vorbei. Neues von den Zip News. Ich höre also diesmal nicht, Alter. Diesmal hier kein Kampf mehr. Vielleicht kann Karl noch irgendwann Damal angreifen. Damal ist 12 Sekunden hinter mir. Dauert auch noch. Naib und BVB, das ist eigentlich momentan das einzige Duell hier, wo es sich lohnt, dran zu bleiben. Guck mal bei mir, das ist ein spannendes Duell. Es sei denn, Gekapo, sorgt mal für ein Safety Car. Bitte ein Safety Car. Naja. Ich hab das Kehrs falsch eingesetzt, scheiße. Aber ich glaube, da wird Jetset die Krise kriegen vorne. Ah, ich glaube, ich überlege. Halten die harten Reifen. Kann ich dir nicht beantworten. 45 Runden? Was meint ihr? Die harten haben 16 Runden gehalten. Das kannst du ungefähr ausreden, wie lange die harten dauern. 32. Die Weichen haben gehalten 15 Runden und plus 2 Qualifying-Runden auf Fett. Also 17. Naja, du kannst da 18, glaube ich, zuzählen. Ne, 17. Also mit dem Faktor 17 würde ich arbeiten. Du kannst es dir ungefähr ausrechnen. Ich liebe diese Strecke einfach. Macht so viel Spaß, hier drauf zu fahren. Trotzdem bist du schlecht. Ja und? Ah, der Himmel zieht sich echt zusammen, ey. Na, bei mir sind ein paar Wolken, ein paar blaue Flecke zu sehen. Wird der Sektor jetzt. Ein paar jetzt blaue Flangen? Flecke! Hab Flangen verstanden. Du bist auf Flaggen, ey. Du kannst ja mal ein bisschen auf die Sehenswürdigkeit eingehen, die man hier so sieht. Ey, das große Hochhaus da hinten. Und die an und dieser fette Kran, ganz spannend. Ja, ganz am Anfang, oder? Jetzt schreibt mich irgendjemand wieder an. Oder die Werbung, ne? An der Seite, Rolex.
Ja, das ist überall, das ist der Hauptsponsor, glaube ich, von Formel 1, ey, fast. DHL gehört dazu. Gekabor, du leckst wie Sau. Danke. Willst du was hoch? 1.13.3, glaube ich. Ich? Ja. Also ich schätze, dass ich immer noch gut dabei. Wie lange ist das, bis ich hochgeladen habe? 100%, ich bin doch nicht verrückt. Und schätze doch im Viertelauto, passt momentan. Vielleicht ein bisschen, aber... Und Timo Natoliger Weber hier, der letzte Sieg hier, was ist los? Da würde doch mal was kommen. Ja, Timo Natoliger fällt gerade mindestens eine halbe Sekunde bis eine Sekunde schneller pro Runde. Wir haben ja auch fett geschalten, hatten wir jetzt auch mal, ne? Das sagt dir doch dein Renningenieur, muss ein bisschen drauf achten. Den hör ich doch nicht. Ach, bin ich zu laut für dich? Nein. Safety Car wäre jetzt gut an dieser Stelle. Alle sind so weit auseinander. Ich glaube, ich muss mal kurz einen Mod installieren. Was für ein? Wo man Safety Car rausschicken kann. Dachte die Debug-Option. Das ist doch eigentlich gut, ne? Philipp, das wäre auch gut. Oder du lenkst einfach Gekabor ab. Was? Wie? Oh, ich guck mal gerade hinter mich. Und wie schade, ich war gerade auf dem Rad. Nein. Fahren, ne? Oh Gott, ich fahr zu Rekün rein. Kann der Jet End aufhalten, damit das Feld wieder... Alter, nein, läuft gerade gar nicht, ey. Also, Damal, hast du eine Chance, aufs Podium zu kommen? Also, du fährst morgen dann runter sind mit 1.15 hoch, also... Okay, da fahr ich schneller. Davon bin ich 1.13 gefahren. Ey, ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Reifen schon so hinüber sind, ey. Ich fahr mal scheiße. Damal holt aber auch ehrlich gesagt nicht auf. Mal jede Runde mal 12,4 Sekunden. Ich werde so langsam unkonzentriert. Ich bin wieder beim Duell BVB gegen Nayab. Das ist... Da kann ich ja nicht draufbleiben, da passiert ja auch nichts. Die fahren 1.14 tief. Also Jetset wird ungefähr eine Sekunde schneller. Schöner Abwehr von Nayab. BVB macht ein bisschen zu spät das DS offen, da verschenkt er mindestens 3 Stundenkilometer. Wir könnten ja mal kurz Reifenkunde machen. Damit bleiben wir mal kurz bei BVB und die sehen richtig gut noch aus. Du kannst ja mal bei Wikipedia gucken und dann sogar die Strecke sammeln. Ja, ich bin ja nicht History Motion, oder? Wie soll er denn gucken, wenn er am Spiel sind aufnimmt? Handy. Ja, könnte ich holen, Handy. Ne, ihr könnt ja mal kurz euer Fazit abgeben, jetzt folge ich einfach mal euch zu Saison 2013. Wer möchte anfangen? Scheiße machen? Für meinen Lieblingsfahrer. Ganz klar, Guido van der Garde, beste Saison. Also Tobi, fang du mal an. Dein Fazit. Naja, nicht spannend. Ja, spannend, ja. Kaum spannende Rennen. Kaum Regenrennen. Also ich fand sehr wenig Regen. Ja, spannende Qualifyings dafür. Ja, was soll man sagen? Vettel hat da einfach alle abgezogen. Rosberg da, okay. Hat da das eine Rennen Glück gehabt in Silverstone. In Monaco hat er dominiert. Das war gut, das, was ich hier wieder mache. Musst du schon überrunden? Ja, aber ich hab ihn wieder zurück überholt, weil ich schneller war auf den Geraden. Oh, was geht das wieder los, ey? Das fällt mir sehr gut, oder? Blaue Flaggen für Gekabor. Aber kannst du ruhig machen, nee, ihr macht jetzt kein Problem. Aber dieses Mal war ich asozial zurück überholt. Weil dieses ein Mal war Problem. Ich wirklich schneller und ich hab sauber überholt. Nicht so wie beim Mulchian. Mach ruhig. Noch 5 Sekunden kannst du mich auch vorbeilassen. Ja, Gekabor, du kannst immer Team und Hatte abschießen, bitte. Nee. Ja? Soll ich? Ganz ja, bitte. Ja. Nein, Spaß, Ihr seid Teamkollegen. Mann, ich wohne hier gleich neben dir. Ja, eben, sonst komme ich rüber, du. Also, das war das Fazit von Moisha. Wer möchte als nächstes? Keiner bestimmt. Carrie möchte. Carlo, möchtest du? Oh. Ich habe Halsschmerzen, ich kann kaum reden. Die Monato, möchtest du? Ich fand ja. Der Gap Bull einfach nur überpowered mit dem Vettel. Okay, weiter.
Das war's. Okay, ja. ich will noch was zu den Reifen sagen. Red Bull Ärzte und alles andere dahinter. Ja. Ich will noch was zu den Reifen sagen. Ja, bitte. Die Rallye wird jetzt doch Formel 1 verpissen. Wir brauchen wieder Michelin-Reifen. Bridgestone! Oder Bridgestone, ist mir egal, Hauptsache kein Pirelli mehr. Weil das war echt... Es waren jetzt zwei scheiß Saisons hintereinander und die Reifen für nächste Saison werden wahrscheinlich auch nicht mehr... Ne, 2012 war noch ganz gut. Ja, war aber auch nicht wirklich top. Da wurde schon viel gereift. 2014 werden die Reifen gehärtet. Ah, das war Hepting. Ja. Hm. Aber Anfang 2013, wie die Reifen da geplatzt sind... Ja! Ich wäre jetzt auch fast rausgeflogen. Danke. Warum? Bildschirm animiert? Nein, aber ein richtiger Leck. Wäre auch fast rausgeflogen. Ach, 30 Runden, echt schade, ey. Aber mein PC hat das irgendwie doch abfangen können. Ja, hat eben auch, also ich hab doch meinen Computer abfangen können. Ah, okay, Internet bei mir abgekackt. Ja, Internet abgekackt. Nee, bei mir war gerade richtig Standbild. Ja, bei mir war auch... Dann lag es wenigstens nicht an mir. Okay, ich kann vielleicht zugucken. Ja. Die Frage ist jetzt lieber nochmal zwei Stops machen, dann mehr pushen oder mit den harten Versuchen durchzuquälen. Es nehme ich auch nicht mehr mit 60 FPS auf, es nehme ich mit 90 FPS auf. Oh oh. Das heißt wieder Bitrate, oh Gott. Ah, so viel schwer zu rennen für Philipp. Oh, 700, da waren Fahrer. Philipp, du kannst dir mal sagen, warum es bei dir auf dem Kanal nicht England-Wochenende gab. Ja, hast du doch gerade gesagt, Bitrate. Unterschiedliche FPS-Zahlen haben dafür geführt. Und mal deswegen guckt einfach auf, also die Zuschauer von DTM1, guckt auf meinen Kanal das Rennwochenende nach, wenn ihr es vermisst habt auf Philipps Kanal. Bei mir habt ihr das Schlechtere gesehen. Ich glaube, ich war vor dir, ne? Im Qualifying und Training, ja. Aber im Rennen war ich schneller als du. Also sag mal nicht die Position, manche haben das Rennen noch nicht geguckt hier. Ich nehme an 1 und 4. 1 und 4, von was träumst du nachts, ey? Ich habe einfach voll geraten. Wieso? War das falsch? Ey, ja. Was ist sowas von? Du liegst voll daneben. Genial daneben. Genial daneben, wir machen jetzt eine geniale Nebenrunde. War das mit dieser... Der eine Kommentator und diese Nein. vier Leute da, waren das das immer? Das war das mit den fünf Leuten. Ja, das war gut. Mit der Heller und mit der Ollen da. Und der Heller und wie ist der nochmal? Ah, genau, der war gut. Gabo, warst du gerade in der Box? Ja. Ach, ja. Die Sendung gibt es doch auf Österreich, ne? Nein. Bullshit fällt vorbei. Der Mal war in der Box. Ja, daneben. Ich hätte immer gewundert, dass ich manchmal wirklich auf die Lösung kam. Das hab ich manchmal echt gewundert, ey. So, schau grad Timo, da dazu ein Fahrfehler. Das ja, da haben beide Reifen vorne blockiert. Ja. Ich bin jetzt übrigens auf weichen Reifen. Oh Gott, diese Reifen. Nein, ich fahr damit nicht durch, bevor die Fahrer kommt. Kannst du wieder in der letzten Runde reingehen? Nee, das werde ich auch nicht schaffen. Wie sehen denn die Reifen aus? Ja, du kannst zweimal weich fahren. Ey, die Reifen sehen gut aus, die sind nämlich frisch. Die sehen weiß aus. Also wenn Gekkerbo bis zum nächsten Rennen seinen Namen nicht geändert hat, dann wird der, darf er nicht teilnehmen. Ah, oh, das war doch nur als Scherz hier für dieses Rennen da. Das ist mir sowas von egal, ey. Wenn ich da zwei Mulchern ziehe, dann ist das einfach nur für die Zuschauer irritierend. Ja, das soll es doch sein. Allerdings beim nächsten Rennen mache ich es nicht mehr. Das glaube ich ja nicht. Oh, was? Okay. Seht ihr? Ja, manchmal das Schlechteste von mir. Von dir kann man nur schlecht reden. Wenn es um Kanada geht. Was geht nämlich um Kanada? Carefield F1 2013. Okay, ist der Tobi kurz geleckt bei mir? Ja, bei mir auch kurz. Immer so ein Mini-Leck, aber pfff. Hey, dann, wir müssen gleich noch Koop aufnehmen. Oh Gott, ey. Gleich, wir haben gerade das Hälfte des Rennens geschafft, mein Freund. Und ich gebe mal kurz die Uhrzeit durch. 100%. Weil mein Handy an wäre. Hey, ich schau die ganze Zeit nebenbei auf mein Handy. 22:39. So neben. So wieder da. Was ist denn passiert? Mein Router ist wieder abgestürzt. Ich weiß nicht warum.
Danke für die Platzierung, ne? Darf ich dir was sagen? Darf ich dir aber was sagen? Ich hatte auch einen Mega-Lag drin. Ich bin auch fast rausgeflogen, hat nicht viel gefehlt. Hast du da momentan Carry zugeguckt in den Zeitpunkt? Nein, ich kann nicht zugucken. Pussy, Pussy. Oh, man wird jetzt irgendwie noch abgefangen. Man sieht das, glaube ich, wenn man in der Aufnahme. Oh Mann. So, ja. JetZ, wie sind denn so die ersten. Wie ist es denn momentan da vorne? Ja. Ich habe gerade in der letzten Runde noch eine Sekunde auf Timo aufgeholt. Also ihr fahrt doch. Och Mann, ich war 3 Sekunden hinter dabei. Bullchen, was für eine Zeit hast du in der letzten Runde gefahren? 13,5. Okay, genau so schnell wie ich. BVB. Vielleicht kriege ich dich ja noch. Steppt ihn jetzt dicht beieinander. Dicker Boy, fahr in den nächsten 5 Runden ja in die Box. Ich war in der Box. Ah, oh, okay. Da musst du mich ja wieder überrunden. Boah, ich kann okay. Wenn du nicht so wenn du nicht schneller bist. Wenn man noch zweimal weich fahren würde, reinzugehen, glaube ich. Nice, ich überleg noch. Einmal weich, einmal hart noch, oder? Nee, ich würde zweimal weich fahren, wenn dann. Naja, 15 Runden, guck mal, das sind 30 Runden. Ja, 5 Sekunden mit 2 Qualifying und voll im Auto. Ja, hast recht. Hi, jetzt kann ich meine Meinung zur Saison sagen. Ja, sag. Also, Ferrari hat verkackt, aber Anfang der Saison hatten sie ein sehr gutes Auto. Aber die Updates waren einfach für Müll. Wieder vorbeilassen. So, Mulder in der Box, Mulder in der Box. Also fährst du zweimal weich oder wie? Jo, ja. Ich mach deine Taktik. 13-2, was ist eigentlich die schnellste Rennrunde? Und Vettel, ja. 13-0-4-7 oder so. Ach, scheiße, der hätte ich fast gehabt. Vettel war dominant, das ist einfach, kann man nicht anders sagen. Ja, aber nur in der zweiten Saisonhälfte. Ja, der hat jedes Rennen gewonnen in der zweiten Saisonhälfte. Ja. Was? Ja, 8 Siege in Folge, nach Abspar, und da war die Pause. Ja. Ist recht. Mich wundert, dass wir alle hier gleich meine Befehle gleich ausüben, ey. Ich sag Captain vorbei, der macht das eiskalt. Also sagen kann Captain, geh auf Toilette, okay. Boah, ich musste so dringend auf Toilette. Müsst ihr auch klar eigentlich gerade, aber ich glaube, ich habe nicht mehr. Ich war direkt an der Mal dran. 5 Sekunden, ja, direkt, aber ich habe gut aufgeholt. Eben. Vielleicht muss ich auch mal aufmachen, ich hab keinen Bock drauf, wir hatten, die sind so scheiße. Ja. Macht ihr beide denn da, Heptin und BVB? Warum bringt der Kusch? Kusch, ja, ich muss ihn überholen lassen, sonst krieg ich wieder die Strafe. Och nee, Jet, ach so. Echt, ne? Warum? Das war für mich ganz normal, was Heptin sich... Geil, JetZ und Timo doch gleichzeitig an der Box. Alter, jetzt hat mein Boxenstopp 8,5 Sekunden gedauert. Ey. Göttlich. Von wem? Boah. Von Timo. Oh. Wie viel Runde? 37. Oh Mann, ey. Wer bis 45 gefahren? Kann der Runde da bitte Platz machen, bitte? Bitte? Gekabur? Bitte? Gekabur? Bitte? Absolute Bestzeit im ersten Sektor. Bitte? Blaue Flaggen, Gekabur. Alter, komm. Ich hab keine blauen Flaggen. Alter, ich muss dir jetzt in der Kurve, ganz ehrlich. Mach keinen Scheiß, Gekabur. Oh Mann. Ich hätte die schnellste Rennrunde fahren können, danke. Okay, jetzt nicht mehr. Tobi war schon in der Box. Jo, ich bin auf weich. Das ist jetzt richtig scheiße, Alter. 5 Sekunden verloren. Find's gut. Danke, Gekabor. Nicht. Alter, der will mich gleich abschießen. Nein, das war wegen JetZ. Der will mich gleich abschießen. Weil wir gleich dann hier Box sind. Genau. Philipp, was machst du denn, wenn er mich jetzt abschießt? Dann darf er beim nächsten Rennen nicht mitmachen. Finde ich auch so. Gott. Das war harte Strafe. Aber jetzt kann ich nicht mehr wieder. Du hast schon eine letzte Verwarnung bekommen, das wäre dann die Konsequenz daraus. Also lernen das Spiel und lernen überrunden zu lassen. Ja, 4 Sekunden habe ich verloren. So, ich fahre jetzt Sao Paulo gegen. Du hast mir in Skype geschrieben. Was mit der ersten Kurve? Was meinst du mit erster Kurve, Tobi? Bestimmt wegen dem Liga-Rennen. Ja, Liga-Rennen. Muss man, was soll da sein? Da hat man gesehen, wie ich der JetZ mal rausgehauen habe. Und ich nicht dich. Ach so. Ja, ich habe Philipp rausgehauen, aber ich wurde auch rausgehauen. Also.
Ja, ich guck's mir eh nochmal aus der Sicht von Tobi, muss ich schau es mir nochmal ganz genau an und von Gekkabor. Irgendwie ist Gekkabors Sicht die beste, ich war noch auf Betias Sicht, hat der was hochgeladen. Herr Gekkabor, wie eigentlich eine Frage, wie dumm kann man sein und das schon die wieder. Positionszahl vergessen? Anzeige, du hast um links vergessen. Um links war bei dir gar nichts. Hast du dich nicht gewundert, wie viele Sekunden hat man Rückstand oder so? Wie sieht's gerade mit Platzierung aus? Ja, ich habe die OSD-Anzeige vergessen, mit reinzumachen. So macht man die überhaupt aus? Weil ich die immer für zwei Fahren ausmache, weil die mich verwirrt. Nee, Timonator, jetzt geht's hier um ja, schnellste Rennrunde, betteln. Ich hab den ersten Sektor jetzt verkackt, was wir aufgeholt haben wahrscheinlich. Ja. Na Philipp, was sagst du meine schnellsten Rennrunde? Gar nix. Warum nicht? Weil die von Jetze unterboten wird. Glaube ich auch. Ich glaube, der hat nämlich schon eine 1F4 ist glaube ich schon eine 1F4 gefahren. Eine 1FA. Wo bist du denn? Wer? Die wurde schon längst unterboten, ey. Von Tim, ey. Jetzt ist die Mulcher die schnellste Rennrunde. Ah ja, ich hab gerade gesagt. Also ey, gibt es euch auch wirklich um Tausendste, ne? Jetzt habe ich endlich wenigstens mal den Rhythmus, den ich in Brasilien auch fürs Liga-Rennen brauche, um mit eurem Tempo mitzuhalten. Ja, aber nicht 40 Runden nach dem Rennen erst, also das wäre ein bisschen bitter. Ja, aber ich brauche diesen Rhythmus und genau jetzt kann ich diese Form auch immer abrufen, das weiß ich. Ich weiß, dass ich die Kurven nehmen muss und das ist wichtig. Du musst Zeit im hohen 1-11-Bereich fahren, ich fahre 1-12-0, mein Freund. Oh, jetzt ballen sich wieder rum, wenn die schnellste Runde hier fährt, ey, meine Fresse. Das könnte so ein bisschen Vettel-like sein hier, der macht das nämlich genauso gern. Ja, aber nicht so viele auf einmal. Und sein Team sagt immer, Vettel, nicht so schnell, bitte. Das ist auch immer wieder gut. Stop the car, please. Das war Webers Spruch in Südkorea. Stop the car, please. Stop the car, please. Why? Your car is a fuckle. Was heißt, weiß ich, your car is a torch. Torch heißt Fackel. Was ich bei den Teamradios in der Form weiß, dass die so scheiße zeitversetzt sind. In deinem Auto ist eine Fackel. Ey, Weber, dein Auto ist ein bisschen scheiße, weißt du das? 1.11.5, ach fick dich. Ja. Ey, Mulchen ist doch schon längst besser gefahren als 1.11. Nee, Motion ist 1.11.8 gefahren. Ich blind oder so? Ich hab glaube ich 1.11.0 gelesen. Nein, mein Dias ist kaputt. Oh Gott! Ist das eigentlich gut, wenn ich minus 5 Runden Benzin hab? Nee. Dann wärst du so auf Philipp, dann wärst du so auf Philipp Niveau in Monte Carlo gewesen. Ach, hast du gesehen? Minus 4 Runden. Ich merke es nicht mal. Hast du das gesehen, Tobi? Ja, Alter, minus 4 Runden, ey. Ich hab minus 5 gerade. Stark. Ich fahr die ganze Zeit auf Fett und merk das nicht mal. Ey, du brauchst bei dir, bei Gekkabor kann er minus 1 Runde stehen, der kommt trotzdem ins Ziel. Okay, dann fahr ich jetzt mal auf Ultra Fett, ne, auf Marker. Da ist ein Lotus. Mir kommt jemand, den werde ich nicht vorbeilassen. Oh Gott. Was erwartet ihr für 2014? Beide Autos. Keine Ahnung, schlecht aussehen. Och, leckst du auf der. Du leckst. Ey, wer leckt denn hier so vorne? Das kann doch Gekkabor sein. Ich? Alter, ey, Gekkabor, lass bitte vorbei, komm, bitte. Warte. Falls ins Gras. Gekkabor. Ey, Gekkabor leckt immer auf der Geraden. Immer auf der Geraden, sonst leckt er nicht. Gekkabor, bitte, komm. Blaue Flagge 2. Er leckt. Mich hätte es nicht gewundert, wenn er jetzt eiskalt rechts rübergezogen ist. Warum hast du dir erst nicht aufgemacht? Mein, der ist kaputt. Ach, das wird bei mir nicht angezeigt. Bei mir ist ein fettes Kreuz. Du bestimmt der Gekkabor gleich von hinten und überholt ihn. Der lacht schon, der hat irgendwas vor. Nee, er hat sich gedreht, der Wichser. Gott, ey.
Wenn ich vor ihm bin, lacht er sich einen ab, ey. Und wenn, wenn Philipp vor ihm ist, so. Ey, Mann. Das ist nicht mehr witzig. Warum? Aber dein Abzug in Italien war ja legendär, ne? Ja, war schön, oder? Bam! Und ich denn so, oh. und dann Philipp oh. so, ah! Der war göttlich, ey. Ich hab mir das Thema mit dem Zwang geguckt, ey. Dicker Bruder hat das erste Kommentar geschrieben, mit dem Link dazu, mit der Zeit dazu. Ich muss mich selber mal wegschmeißen danach, ey. Einer hat für mich dann das Silverstone abgestimmt. Ich so, Mann, ey, die Strecke ist scheiße. Warum nicht Japan? Aber in der CF-Rennen, in der vorherigen Rennen, wo das nur angeschnitten der wurde. Der kann wohl in der Bock. Natürlich. Der muss Benzin sparen. Alter. Ich bin immer noch auf Fenstig gerade. Was? Ja, und das ist nicht so klug. Langes Zeit Rennen, spart wieder Grafik. Und langes ich Rennen, ne? Sprit. Ich hab schon das restliche Rennen auf. Ey, das wäre mein erstes 100% Rennen in diesem Spiel. Das wäre mein 60. glaube ich, oder mein 17. Und du bist ja nicht mitgefahren, du hast aufgegeben. Du kriegst minus 100 LP. Echt jetzt? Egal. Stimmt. Gibt's ja eh nicht mehr den Rang hier. Nee, also 2012 war's noch. Ich finde gut, dass die das abgeschafft haben. Ich auch. Ich weiß gar nicht, wofür das nutze war. Keine Ahnung. Ich verstand den Sinn dabei nicht. Na, das ist halt wie bei unserem Ego-Schüler. Du steigst halt Level hoch. Ja, aber das sehen dann auch wenigstens die anderen. Dann ich hab vielleicht etwas ansehen, aber das siehst du ja gar nichts. Ich schätze, die haben überrunden. Du hast ja gar keinen Vergleich mit anderen Leuten. Den EP. Weil man die nicht sieht. Das ist da liegen Frontflügel auf der einen Karte. Der gehört mir nicht. Ja. Der kann nur von Gekka-Boss sein. Das wäre der zweite innerhalb von einer Runde. Wie viele Frontflügel hast du dabei? Ich hoffe genug. Wie gesagt, Gekka, also wenn du das als Fun-Rennen siehst, dann geh einfach raus. Das wollte Wagenzerstörung und Safety Car auslösen. Ja! Da fahr ich auf hart durch, ey. Nein! Alter! Nein! Meine Damen und Herren, ein Safety Car ist auf der Strecke. 26 Runden. Halten die harten 26 Runden durch? Kannst du probieren. Ja. Gut, ich fahr auf hart durch. Oh, jetzt. Kann jemand für mich fahren? Ich muss auf Klo! So, fahrt ihr Lappen! Zerstört der eiskalt das Auto. Wo denn? Ich hab vorher gefragt, weil das echt die Kapasse auslösen. Also ich sag jetzt mal ganz knallhart, der große Verlierer ist ZZ. Ja, eindeutig. Der große Gewinner bin ich. Und Damala natürlich. Nee. Damala holt das richtig viel auf. Ich sag dir ganz klar, warum ZZ der größte Verlierer ist. Das Safety Car kam dann raus, wo auf der Skandalzie geraten war. Und er muss ja sich einreihen und einbremsen. Und er muss an die Box. Das heißt, er hat noch keinen Boxenstopp gemacht, oder wie? Ah, das kann wohl möglich sein, dass... Das ist natürlich richtig scheiße. Das könntest du gar nicht versauen. JetSet bedanke ich bei... Ja, weil Murian und ich, wir sind jetzt beide auf Fahrt und fahren uns auf jeden Fall mal fertig. Jo, eben auf Toilette. Kann man hier einen Autopilot einstellen? Wobei die Scheiße ist, ich hab hier 10.000 überrundete Formen, die natürlich nicht überrunden dürfen, weil das Codemasters ist. Die so. Nicht checken. Nee, du hast... stimmt. Ich hab das ganze Feld eigentlich vor mir zwischen mir und Jetset. Richtig scheiße. Ich hab das ganze Rennen wieder spannend gemacht. 25 Runden nochmal. Nee, eigentlich nicht. Ey, Carry, wäre jetzt Carry drin gewesen, hat sich gefreut, ey. Die hatten reichen Locher jetzt. Ja, klar. Weil, ich war schneller als der Ball. Das Safety Car leckt bei mir. Na, du leckst doch überall, ey. Alter, hab ich da jetzt viel vor mir hängen, ey. Ja, Gekka-Ball. Ey, Jetset, wo bist denn du? Bist du direkt in unserem Safety Car oder wie? Ja. Okay, dann hab ich drei Autos vor mir. Ich bin so arm dran jetzt, ey. Also das war für Jetset. Bei mir wird aber eingezeigt, dass ich Fünfter bin, obwohl Jetset. Ja, Jetset ist ja Führender, das stimmt schon. Danach kommt 5, 6, 7. Das seid ihr. Und dann kommt Tim. Das heißt, so, Tobi ist da. Platz 5. Also könnt ihr den anderen gleich links ranfahren, ganz langsam machen. Und ich glaube, Codemasters hat es nicht eingebaut, ne? Dass die überrundet lässt. Oh, das ist so dumm, ey. Weil jetzt können wir erstmal alle überrunden. Vier Stück sind es, oder? Eigentlich. So, Timo ist hinter dir Mercedes? Nein! Hallo! Ich seh da keinen. Ich seh nur so eine kleine Noob-Farbe, die nichts kann.
Zwei McLaren in Namen Heptin und? Eigentlich müsste davor ein Sauber in Namen? Komm ich zu Wort. Und ein Red Bull in Namen JZME. Oh ne, oder da kommt der Kickerbohr mir ran. Nein! Das ist doch gar nicht mehr drin. Ach ja! Der hat doch Fahrzeug. Ach ja! Ach ja! Blitzmaker! Blitzmaker, boy. Eigentlich müsste jetzt der 5 plötzlich den führen und dann jetzt die Kicker überholen. Ey, könnt ihr bitte alle gleich links ranfahren? Oder mir noch der S geben oder so ein Scheiß? Er hat der Safety Car Linie, geht das schon rein? Also oder? Alle weg da! Aber alle gleich irgendwo weg einfach. Ja, ich schätze es. Geht der Safety Car schon rein oder? Ja! Ja! So links ran, alle drei! Weg! Bremsen! Weg da, brems! Lass Mulch und Anna vorbei, bitte! Und dann mal auch noch, danke! Alle vorbeilassen! Okay, alle vorbeilassen! Weg da, McLaren! Jet fährt einfach weiter. Nayeb, weg! Nayeb, weg da, bremse ab! Nayeb, bremse ab! Ja, ich danke! Oh, so, jetzt wieder 3 Sekunden, Alter! 3 Sekunden gleich wieder weg, Alter! Kehrt ist nicht verfügbar, ja. Philipp, nicht. Was? Du gesagt hast, alle bremsen, es haben alle gebremst, unsere Chats hätten neu. Ja, ist doch kein Kehrt, Alter. Ist doch klar, wer gemeint ist, oder? Mit alle bremsen, alle überrundet natürlich. So, Kampfplatz 2 in Klammern 1 ist eröffnet. Ich hab kein Kehrt. Es sei denn, Set, ich kann mit den Weichen noch was rauskitzeln. Und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass der sich da noch was rauskitzeln kann. Ja, aber er schafft keine 23 Runden auf Weich. Ich weiß nicht, in welchen aktuellen Zustand seine Reifen jetzt sind. Ne, ich hätte ja auch nochmal Weichen gefahren, das wäre schon gegangen. Also. Und ihr habt später komplett abgenutzt. So, Alter, kommt der Angriff? Leckt jemand aber ganz ja. Schön. Angriff kommt. Und Mulchern geht innen rein. Oh! Ich bin nach Hause gefahren. DS. Aber leider kein Care, das ist so für ein Arsch. Oh, Alter, das ist das Alter, der Heptin leckt richtig. Also Kampf um Platz 2 ist eröffnet, Damal müsste direkt dahinter bald sein. Der ist schon direkt dahinter. Hallo Damal! Schieb mich doch an, ey, meine Fresse! Ich bleib aber lieber bei Damal, ich darf den besten Überblick. Timo, fahr mal schneller, bitte. Ja, ihr müsst mich schneller doch fahren. Ich meine, ist da mal eine Runde hinter mir, oder? Nein, das ist der gleiche Runde. Was? Okay, gib Gas. Ihr habt ihn nicht überrundet. Ich hab das nämlich gar nicht gesehen. So. Das heißt, mein Fehler und die Position ist weg. Wann ist Chaos wieder aktiviert? Also für der Mal ist das gut gelaufen. Na, der hat immer 25 Sekunden aufgeholt oder so. Wie gesagt, der größte Verlierer ist ZZ. Weil er muss jetzt Zeit rausfahren. Wird das 150er Shit eigentlich mitgenommen? Au. Ach, bestimmt Gekka vor. Also ich merke diese langgezogene Rechtskurve, die fahrt ihr alle anders. Ich fahre so schnell als Timo. Ja, da holt aber Timo hier wieder was raus. Fährt auch manuell. Deswegen kann er auch schneller fahren. Also, dass die dahinter alle eine Runde zurück sind, ey. Das ist... Wo hast du dein Auto eigentlich zerstört, Gekapo? Die Rennleitung hat aktiviert. Oh! Da gab's, glaube ich, keine Berührung, aber jetzt kommt der Mal von hinten. Nee, ich hab gar nichts mitbekommen. Nee, du nicht. Yes. Hab mich übelst verbremst. Oh Gott, ey. Ich hab nichts mitbekommen, ne? Das war von mir noch keine Berührung, außer wenn ich Sicht hatte. Auch wenn ich nur die Sicht von der Mal hatte, aber das sah nicht danach aus. Nee, ich hab nichts, überhaupt nichts mitbekommen. Aber ich hab richtig auf Schätze da aufgeholt, eine halbe Sekunde.
Oh oh, Jet Set, deine Reifen schon? Jetzt hat Mulchan kurz geleckt. Ja, ich leck immer so ein bisschen. Da mal wieder rausdrängen, mal ganz ehrlich, ey. Der hat sich nicht berührt. Bei mir schon, bei mir wurde ich rausgedrängt. Der hat sich nicht berührt. Ja, aber ich sehe was anderes als du. Dein Auto hat untersteuert, das habe ich gesehen. Ist alles scheiße. Sag mal, etwas vorsichtiger fahren, hab Angst. Nimm da mal den Schutz. Ja, ich soll vorbeigehen, Ingenieur. Die Fresse! Wen? An einem Ghostcaller, was, ey? Oh, das könnte jetzt ein Angriff. Ja, kommt definitiv ein Angriff. Definitiv. Einmal die Richtung ändern. Einmal, nicht zweimal. Oh! Das ist ja nicht mein Überholmanöver. Außen überholt. Fällt mir gerade sehr gut, was ihr macht. Oh, da mal fast weggedreht. Ja. Und habe ich auch so passt. Also siehst du im Bett jetzt? Ja, eigentlich schon, wie Mulchan sich wieder aufgeregt hat, weil ich ihn angeblich berührt hätte, aber er... Und das sah bei mir aus wie ein Berühren, also ich weiß nicht, was Philipp da gesehen hat. Ja, aber du stehst in der ersten Schikane auch rein wie ein Irrer. Naja. Denk mal einfach an Bier. Wenn Philipp, mir jetzt nicht recht gibt, dann... Also die Aktion war schon hart von außen, also aber... Bei mir habe ich nicht berührt. Ich richtig drauf auf. Also bei mir hast du den auch nicht berührt. Sah aber eng aus. Ja, in der ersten Kurve habe ich ihn vielleicht, vielleicht am Hinterrad, Bruder, aber mehr auch nicht. Das war nicht so richtig aggressiv. Aggressiv wäre ich ein ganzes Auto reingefahren. Jet Set jetzt nochmal die Weichen so zu quälen, dass er dann am Ende bei den Weichen voll pushen kann. Aber der Mal hat dich nicht angeschoben in der einen Kurve, das kann ich bestätigen. Das sah aus, also dann muss ich mich da entschuldigen, da mal. Und ich komme raus. Das ist wie in der vorigen Kurve. Ihr habt Schnelle wieder größer, das Rennen wieder langweiliger, bevor das Safety Car! Ey, ich komme an Jet Set ran. Verleihen wir nicht mehr mit. Aber es hat wieder noch ein paar Runden Spannung. Das war echt spannend, ey. Damal wird auch ein harter Konkurrent im Liga-Rennen werden. Mulchan, du bist auch noch nicht vorbei. Also weg von mir. Ein Fehler. Achtung, Kampf um Platz 6. Oh, anschieben. Naja, wird Alter. Naja, wird abgeschossen. Man hat der BVB. Oder BVB. Ja, danke, hast du mich irgendwas vorgelassen. Wenn du es überhaupt getan hast. Hier gibt es schon die ersten Feindschaften zwischen den einzigen Teilnehmern. Rivalitäten, neues Spiel, ja. F1 Rivals. Oh ja, das kaufe ich sofort. Von EA. Red Bull oder Mercedes? Oh nee, nicht von EA. Von EA mit RTL-Kommentatoren, BAM! Wie teuer wird denn das dann? 60 Euro. 87 Euro. Nee, Rivals ist wahrscheinlich jetzt eine eingetragene Marke von EA, das heißt, die muss man auch lizenzieren. Kostet noch mal mehr. Wobei es cool, wenn das auch erwartet. Also ich finde, die sollten mal so ein richtiges, nur ein Formel 1 Classic Spiel rausbringen. Ja. Philipp, guckst du mal zu hier im Platz 6 Kampf? Ja. Platz 7 habe ich auf dem Bild. Ja. Boah, noch 17 habe ich noch. Die User können ja schon mal Kommentare abgeben, wie die Kamera hier gut. Die Kameraführung von mir hier finden. Ihr könnt ja mal zu jedem Duell was sagen, was wir unfair fanden oder was Philipp unfair fand. Könnt ihr mal was in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Auch mit Damal gerade. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Bin ich echt mal gespannt. Also ich wurde noch nie unfair irgendwie abgedrängt von dem Rennen. Das hätte böse ausgehen können. Also Jetset hat Probleme mit irgendwas und ich verbremse mich hier volle Kanne. Ja, jetzt muss ich nochmal in die Box, deswegen im Safety Car ein bisschen, ja. Ja, der verliert immer noch, also die Reifen sind völlig weg. Es geht. Er wechselt dabei. Ja, wenn er Glück hat, dann kann er wenigstens noch dann mal noch kriegen. Er ist in der Box. Zeigt Platz 2 für Mulchan. Er hätte durchfahren müssen, um Erster zu werden. Ja, klar. Dann wären seine Reifen mal geplatzt, glaube ich. Achtung, weil er jetzt wunderschöne frische Weiche. Aber da fährt der frische Weiche, wollte ich gerade sagen, und die habt alle Harz. Ja, eben, ne? Also der gibt jetzt Vollstoff, ne? Der hat 15 Sekunden mit Weichen, der kann jede Runde pushen. Der muss überhaupt nichts mehr riskieren jetzt. Ne, er kann auch voll. Dann werden wir wahrscheinlich in den nächsten 5 Runden neue schnellste Runden immer sehen. Ja, ja, auf jeden Fall. Der haut jetzt voll raus. Wenn dann der 1-11, was war das 1-11-0, oder?
1.11.3 war meine schnellste, ich weiß nicht, ob das die schnellste war. 1.11.3.64 von Team. Toll, ich hab 1.11.3.92, ey. Also das wird auf jeden Fall die Schuss. Ich muss sagen, Timo und ich, also wir sind ungefähr gleich gut hier in Brasilien, wa? 10-0. Also, Timo, wir sind ungefähr gleich gut in Brasilien, wa? Wir sind genau gleich, aber wir fahren das Ganze sogar nur konstante Rundenzeiten. Also in der Einzelne, wo ich da halt die 10 Sekunden verloren habe, da hatte ich halt auch einen Reifen Probleme gehabt, aber der durch Safety Car. Ja, aber sonst jede Runde konstant. Ja, also. Eigentlich meine Stärke. Mercedes, in Mercedes kann ich fahren. Also so viel Zeit hat jetzt auch Jetset eigentlich nicht verloren in der Box. Ich bin echt gespannt auf, ich bin echt gespannt auf die zweite Koop-Saison, ey. Dann mit Philipp und Mercedes, ey. Am Brasilien glaube ich nicht. Alles. Aber bis dahin haben wir wieder 1000 drin gefahren, also da kann alles wieder anders sein. Also Jetset wird es hier voll attackieren, ey. Wie viele Sekunden hat dein Rückstand auch ungefähr auf der Mal? 7, 6,8. Okay. Also ja, er kann die Kurven ganz anders fahren als hier, ey. Alter, wie auf den McLaren aufholt, im Mittelteil, das ist ja unfassbar, ey. Ja, das habe ich ja auch gemacht, als ich auf die Weichen bin. Da waren wir ja gleich zwei Sekunden schneller. Also bei Timo, Nato und ich sind meistens jetzt immer zwischen 3,0 und 3,5 Sekunden immer ein Unterschied, ey. Also ich fahre so konstante Zeit nicht, wenn ich wusste, dann hinterher so gut der bin. Der McLaren, ich glaube, das ist Septim, blaue Flaggen. Fällt in die Box. Nee, er bremst ab. Nee. Und ein komplettes, trockenes Wochenende bei uns gewesen hier. In der realen sieht's, Philipp, das Rennen. Philipp, das Video kommt am Sonntag um 14 Uhr, ja. Oh Gott. Okay? Ja. Erste Rennen. 1.10.6, Alter, boah, okay. Der fährt eine Sekunde schneller als wir, Timo. Ja. Und das ungefähr 14 Runden lang, dann sind das 14 Sekunden. Und dann wäre. Dann ist der dran, ne? Oh. Dann ist er dran. Und unsere Reifen bauen ab. Aber er muss sie auch gerade überholen. Er muss an Damal vorbeikommen. Damal ist ein starker Gegner. Glaube ich nicht. Ja, Italien, ja. Mann, er ist in Brasilien Hund gleich mal fünfmal so stärker. Nichts gegen Damal, aber ich glaube, da wird der chancenlos sein. Weich wird auch noch abbauen. Ja, das merkst du aber überleg, nicht. Überleg mal vom Kopf, die letzten drei Runden kann da ganz sind wahrscheinlich auch ziemlich hart. Er kann die Kurven viel später anbremsen. Na gut, jetzt bin ich auch eine 11.3 gefahren, yay. Besser 11.7 gefahren. Aber wie gesagt, immer zwischen 3,0 und 3,5 immer. Er ist jetzt der 1.10.5 gefahren. Also, letztes Mal so ein Rennen gesehen habe, war 2009 Kimi Räikkönen und Giancarlo Fisichella. Im ganzen Rennen Spar eine Sekunde hinter sich. Das war so ein starkes Rennen, ey. Kennt ihr das auch noch? Nein. Fisichella im Force India und... Weißt du, was das beste Rennen hier war? 2003. Hat Gicke Bauer vorhin, da sind zwei ins Ziel gekommen. Das war das geilste Rennen in Brasilien, das geilste überhaupt. Das war das geilste Rennen, das es jemals gab. 2003, das war ja das geilste. Dieses Regenchaos, ey, das war richtig geil. Wo die alle auf Intermediates gegangen sind, weil die dachten, es regnet etwas und dann durften die nicht mehr ändern. Wisst ihr, was das geilste Rennen in Brasilien war? Jetzt kommt's, 1900. Ihr wisst, was eines der geilsten Rennen war? Sag. Da wo es die ganzen Werbebanner runtergehauen hat. Könnt ihr euch da erinnern? Nee, was meinst du mit Werbebanner? Ich glaube, da war ich noch nicht als Mensch vorhanden. Nee, da hat es in Brasilien auf der langen Geraden jetzt da die ganzen Werbebanner runter. Auf die Und das war jetzt eine langsame Runde von ZZ. Bin gerade in der 11.5 gefahren. Ja, die weichen Reifen sind abgebaut. Also auf der Map kommt jetzt auch nicht unglaublich bemerkbar näher. Andermal. Mulchian ist wieder genau gleich wie ich. Also Team Lotto und ich fahren hier ein super konstantes Rennen. Aber die Runde wird jetzt schneller hier, die er jetzt. Aber du merkst dann einen Fehler und dann sind wir wieder dran. Also wenn ich einen Fehler mache, bist du wieder dran. Wenn du einen Fehler machst. Oder ich einen Fehler, dann bist du weg. Ja. Und jeder macht mal Fehler in einem Rennen. Also ich glaube, Jetset hat gerade auch genug Fehler gemacht. Du, aber Jetset ist voll durchpushen. Pushen schaffen wir auch nicht. Irgendwann ist dann zu viel. Ja, die reifen wir irgendwann ab.
würde sagen, wir haben einfach die perfekten, wir haben einfach perfekt gestoppt. Ja, aber Jetset müsste eigentlich diese 1.10.5 bis zum Ende konstant durchfahren können. Damit er auf an mich herangekommen, an Timo beziehungsweise. Aber das sollten die Reifen locker halten. Ja, aber gut, also ich bin jetzt... Ist Jetset mal genau hinter Damal? Das sind 7 Sekunden. Wisst ihr, wie ich das ganze Rennen nochmal durcheinander machen kann? Oh, 1.11.2, Alter, Verbesserung gerade. Ich bin 11.5 gefahren jetzt. 7, Mann, gleich wieder ein paar Zähne gewonnen. Ja, 1.11.2 auf Jetset. Also der Mal, der Jetset holt jetzt auch auf der Mal. Richtig knapp, noch 12 Runden noch durchzufahren. Die gehen schnell mit 1.11. 12, 12 hat der Entschuldigung. 12 Runden mit ca. 1.10 Durchschnitt. Die Karten kommen jetzt auch langsam mit dem Abbörse. Wisst ihr, wie ich euch jetzt ärgern könnte? Ich stupfe es einfach jeden einmal an. Aber das mache ich nicht. So gemein. Komm, du kommst auf dumme Ideen, ey. Der soll 16 sein. Ja, eben, der ist im Kopf vielleicht 5 oder so. Ey, manchmal das Gefühl, ich habe hier mit einem 12-Jährigen was zu tun, ey. Könnte Zaini sein. Nix gegen Zaini. Doch. Der muss aber leider nur absparen, da kann man nichts machen. Ja. Aber ich denke mal, jetzt wird gleich da mal geschluckt werden. Da mal, wenn du. Wenn Jetset mal so lange an Damal vorbeikommen, ist gut für mich. Ah, Timo, du hast im zweiten Sektor was liegen lassen. Das wird schon knapp. Ja, ich fahr jetzt gerade 11.7, das ist nicht gut. 11.5. Jetzt ist er schon im Windschatten. Der ist halt da auch. Das ist eine gerne schnellste Runde. Oh, jetzt kommt er aber richtig ran. Alter, Timo, da müssen wir aufpassen, ey. Er muss erstmal an Damal vorbeikommen. Ich glaube, jetzt setzt er die Trumpfkarte ein. Ja, setzt alles DRS ein. DRS ein. Der nächste bin ich dann. Ich hole auf Team hat jetzt aber auch auf, ey. Oh. Da mal wird einen neuen Freund finden. Also Harder der Grenze! War schlimmer als meins vorhin? Oh! Na komm, das ist in Ordnung, ey. Da mal hat dich berührt, du hast ihn leicht berührt. Mit der einen, in der anderen Kurve, also. Ich sag euch, ich werde noch üben. Ich weiß nicht, wie der Mal das sieht. Ich habe eigentlich nur geschaut, dass ich ihn überhaupt nicht... Ja, er hat dich nämlich leicht berührt und du warst ein bisschen weit draußen. Dafür hast du ihn in der Nacht... So, Philipp, ich bin noch an Timo. 1,8 Sekunden. Heißt nichts bei dir. Ich war 3,5 weg. So, 1.11.1. Oh ja, die Runde, da hat jetzt was verloren auf dich. Ja, sollte Timo jetzt einen Schaden haben oder irgendwas, tut mir leid. Ich habe bloß geschaut, dass ich so weit wie möglich rauskomme, weil er innen war. Das ist mir eigentlich egal, ob ich jetzt hier gewinne oder Dritter werde oder Zweiter werde. Ich habe mir chancenlos gegen ihn. Geil, hast du gerade einen Fehler gemacht? Er hat 13 verloren. Ja. Ich muss mich konzentrieren. War gut für mich. So, wollt ihr noch eine Technikerphase haben? Halt an den Mund, Geckerboy, ey. 10 Runden noch. Das 9. Nach der. Ja, nach der. Und dieser gleich zu Ende. Schafft es jetzt noch ranzukommen? Bestimmt. Er ran auf jeden Fall. Wenn er rankommt, kommt er auch vor. Ja, das Überholen ist hier, glaube ich, nicht gerade schwer. Ja, weil die beiden DS-Zonen auch direkt hintereinander sind, ne? Ja. Das hat mich wieder verbremst, Alter, das gibt's noch nicht. Kommt da die Nervosität. Oh, ich will jetzt richtig knapp, Alter. Nee, meine Reifen sind im Arsch. Also, ich glaube, bei Jets sind die noch ganz in Ordnung. 1.11.7. Jetzt seid ihr durch. 1, 2, 3, 4, 5. Timo, du bist 1.12 gefahren, Sekunden. Oder? Ja, 1.12.0. Oh, das ist... Ich hab mal... Jetzt ist es schneller gefahren. Na, ach, nö. Nee. Ja, das ist keiner gedacht. Aber das wird arschknapp, ey. Ich sehe euch beiden da vorne schon. Hab Angst, das weißt du doch. Noch ein Dreier-Battle. Am Ende wird es, glaube ich, noch ein Dreier-Battle. Ich glaube, Timo wird dann durch das Battle von mir und Jetset mal profitieren. Ich überhole Manöver. Ja, deswegen will ich ja, dass du jetzt mal hinkommst. Außer ich komme, ich überhole dich noch. Wie gesagt, Brasilien bin ich ein Favorit auf den Sieg. Ich bin überall ein Favorit auf den Sieg. Also wenn der Verein sowieso wieder gewinnt, hier immer. Also mich dürfte eigentlich nie abschreiben. Mhm. Ja.
Damal, was mit Damal? War der in der Box? Wir können ja ein Tippspiel machen jetzt. War Damal in der Box? Ich war in der Box, ja. Okay. Als Schaf habe ich eh keine mehr, jetzt habe ich mir Weiche geholt für ein paar schnelle Runden noch. Oh, da wird Anwärter auf die schnellste Rennrunde sein. Vettel! Jetzt bin ich aber mit einer 1.11.3 gefahren. In 1.11, glaube ich, 5 oder so gefahren. Also bei Team Lada sind wir fahren gleich gut, kann man sagen, hier. Ja, jetzt sind wir die ganze Zeit am Rennen zusammen. Außer mit deinen paar Fehlern mehr. Ja, das war in der... Der Jet kommt dran. Na, der holt aber nur ein paar Zehnte auf, das reicht mir. Immer noch 5 Sekunden. Das sind nicht Sekunden, der muss jetzt in Sekunden aufholen. Und nicht 2 Zehnte pro Runde. Da kommt er nicht rein. Ja, der muss jetzt eine Sekunde pro Runde rein. Aber wenn ihr gleich kämpft, ne? Wenn ihr gleich gegeneinander kämpft, dann werden wir richtig viel Zeit verlieren. Ja, dann ist er dran. Das heißt, du schenkst mir einfach einen Sieg und dann haben wir das, okay? Also der Tipp, man möchte noch gerne an mir vorbei, glaube ich. Also ich sag euch, ich werde noch üben. Carrie, okay. Recht gesagt. Weil du weißt genau, wenn du einen Muschel in dem Nacken hast, da kommt ein DCM, der wird ein bisschen vorne sein, oder? Ich glaube, ja, es wird ein richtig scheiß Regenrennen, wenn das sage ich jetzt schon mal. Ich wundere mich, kein einziger Regentropfen in diesem Rennen. Doch, ich habe einen gesehen. Die Reifen sind, glaube ich, jetzt auch schon wieder ein bisschen kaputt. Weil der holt nicht mal richtig gut. Ja, fährt das doch nur noch 1.11 fährt er auch nur noch. Und nur noch? Ja, die Reifen. Okay. Ich bin an Timo 1,3 Sekunden dran. Alf, wird mal richtig spannend, ey. Dann ist nur noch jedes Bett, glaube ich, ja. Na, Philipp, Brasilien, Mojang gegen Timo, nicht mal DTM gegen Timo. Ja, dann musst du aber noch gewinnen, ne? Ah, fuck. Und Mojang, schaffst du das fehlerfrei hier? Ach, da wurde ich doch abgeschossen von BMW. Wisst ihr noch mein Ausraster? Oh, legendär, ey. Nein, ja, ich habe dich du darfst nicht vergessen, ich war auf abgenutzten Reifen und Timo war auf neuen, oder sehr, sehr neuen Reifen. Timo hatte damals einen guten PC noch nicht gehabt. Trotzdem war gut. Mit meinen geilen 27 Bildern pro Sekunde. Waren es nicht 25? Ja, manchmal waren es auch 27, wenn er gut gelaufen ist. Wenn nicht zu viele Autos auf der Strecke waren. Ne, das wird schwer für ZZ noch. 1,2, Alter, ich hol sowas von auf, ey. Und jetzt macht er gleich vom Übermut einen Fehler. Ja, ich bin in der ersten Kurve, ich sieh's auch schon. Ja, wahrscheinlich schießen wir uns beide gegenseitig noch ab. Und ZZ innen durch. Jetzt hat jetzt eine 1.10 gefahren. Ich hab Angst. Ja, aber der ist weg, also wenn dann wir beide. 1,1, Alter, wird immer. Er schreibt den nicht ab, ey. Der holt auf. Ja, aber das reicht nicht mehr. Wenn Timo und ich unsere 1.11er 1.11.3 Zeiten fahren, dann ist er kommt noch nicht mehr ran. Reicht dann immer. Vielleicht maximal auf 2 Sekunden oder 3, mehr nicht, glaube ich. Wenn ihr anfangt zu kämpfen, nicht dann. Wie sehen eure Reifen aus? Scheiße. Geht eigentlich. Also meine sind durch. Also durch heißt rot. Ja, oh, Fehler. Da war, glaube ich, ein Fehler von dir, Tim. Ja. Mulchian hat ganz schön abreißen lassen. Ja, würde ich auch sagen. Na, wie ist denn das? Den Körper muss aggressiver nehmen. 1,2, jetzt seid mal ruhig hier. Nach 66 Runden 1,2 Sekunden hinter dem ersten zu sein, ist aber auch, ey. Krieg das erstmal hin. Das krieg ich hin. Ich sehen. Du bist aber vor den ersten, ne? Du bist selber erster. Ich sehe schon in den Kommentaren. Oh, DJ, warum bist du nicht mitgefahren? Das ist ja langweilig ohne dich. Ich glaube, der hat da noch andere Sachen zu tun, obwohl ich fast nicht, aber... Das ja. Habe ich nicht mehr. Wenn der erste... Nee, ist der ist ich vorbei. Fehler. Ach, ein Fehler. Meine Hände denn tun weh. Ich glaube, das Rennen ist durch. Die müssen gleich nochmal 50% Rennen überleben. Oh Gott, ey. Ich muss mal auch meine Festplatte überlebt, ey. Auch mal gleich nachgucken. Ja, BVB drängt mich raus. Ein Torosso in Deutschland, es kann nichts werden. Sorry, das wird nichts von du gewinnst das hier nicht. Denn ich glaube, die beiden betteln sich auch nicht mehr. Also wenn Tim keinen Fehler macht, dann ist das Ding gelaufen. Und was ist, wenn Tims Reifen jetzt wirklich rot sind? Was ist, wenn dann noch ein Reifenplatz reinkommt? Wenn sie ganz rot werden, dann kann ich dir erleben, was bei mir in Silverstone passiert ist. Du hast gar keinen Gregor, guck dir einfach das Rennen an, dann wirst du lachen und mitfiebern. Mitfiebern.
Also das schaffst du jetzt nicht mehr, ne? Da müsstest du schon 1.10.5, 1.10.4 fahren können. Ja, ich hab noch plus 3 Runden Sprit. Ja, hau die raus! Ich hab optimal! Ich auch. Hau die ja, raus! Denkst, was denkst du, weißt du warum, T? Ich hab die in den ersten 20 Runden alle rausgehauen. Weil ich wollte ein leichtes Auto haben. Ich bin fast alles auf Mara gefahren. LOL! LOL, am Anfang! Ja klar. Timo, du? Jetzt hab ich fett, ganz ohne durch. Tschüss, Timo. Sag schon mal viel Glück zum Sieg. Ja, die Reifen sind immer wirklich im Arsch. Ich weiß nicht, ob fett zu viel aber, sind. Aber ihr habt ja beide abgenutzte Reifen. Ja, beide potenzieren mich. Ja, aber er hat auch, JetZM hat auch abgenutzte Reifen. Ja, aber er hat aber mehr Grip als ihr beide. Bedeutet ihr, eure Wahrscheinlichkeit, dass ihr beide abfliegt, ist größer als die von ihm. Ich fliege nicht ab. Ich bin im Silver Surfer drinne. Ich lach mich kaputt, nächste Woche. Ich bin in einer Red Bull Dose, ich gar nicht, ja. Du bist in einer Red Bull Dose, ey. Meine Hand, Alter, ich kann meine Finger nicht mehr bewegen, ey. Ach du Kacke. Was? Wenn ich sie ausspreizen will, die gehen gar nicht mehr, ey. Die gehen nicht mehr auf. Ja, meine kleben im Lenkrad. Hast du mal im Boxenstopp mal deine Hände runtergenommen vom Lenkrad? Glaub ja. Okay, weil das mache ich immer. Komplett runternehmen. Ja, okay, jetzt bin ich weg. Ciao. Ja, wenn ich jetzt Fehler mehr mache. Ja. Alter, was für ein spannendes Rennen. Ja, das war ja meine Hoffnung, dass ich am Ende dann noch... Tier auf der Strecke! Rote Flagge! Nee, ein Fuchs auf einen Hund auf der Strecke! Hat Bruno Senna überfahren! Wo er in der GP2-Serie war, hat er einen Hund überfahren. Ja, das Video habe ich gesehen. Oh, der kommt der Jet noch mal ran an Tobi? Ist der Hund eigentlich tot? Ja, klar. Nee, nein, der Hund hat doch ja, eine Katze. Wie viel jemand eine Katze? 7? Mehr nicht. Ja. Bein leicht angebrochen, aber. Wie viel jemand eine Katze? 7, oder? Ja. Okay, ein Hund hat nur eins. Okay, dann kann ich also unsere Katze noch 6-mal überfahren. Nein, du noch 5-mal überfahren. Okay, ich hab immer noch plus 2 Runden. Also ich kann unsere Katze jetzt noch 5-mal mit dem Fahrrad überfahren. Ein Elefant auf der Strecke. Also wenn nichts passiert, ist das Ding leider vorbei, ja ey. Alter ey. Ja, damit habe ich ja gepokert, dass irgendeiner am Ende noch hinter mir ist, dass ich den Fett brauche. Ja, ich versuche sie zu schließen, du blöder Ingenieur, ich mach's selber besser. Weil JetZM kommt es auch an, ich glaube, du hast irgendwie jetzt Probleme mit den Reifen oder so. Wenn Mulchen jetzt einen Hochfehler macht, oder Mulchen hat das Fahrzeug... Ich mache noch Vettel in Kanada, wa? Dann rastet er aus. Wie Philipp, wenn der Erste wird, raste ich aus. Hast du aber, glaube ich, nicht. Ja. Oh. Boah, aber geil, das kann er nicht. Oh, da kommt hinten Jet, Mulchen. Der Jet kommt. Der Düsenjet, wa? Okay, jetzt hab ich null Grip auf den Vordergreifen. Wer? Jetzt untersteuere ich nur. Wer? Verbremst dich! Das reicht nicht mehr. Auch wenn er dich verbremst. Letzte Runde. Die Strecke kenne ich jetzt in- und auswendig. 73 Runden? Du schreibst schon jeden Stein, ey. Okay, ich kenne jeden Grashalm. Ja, sag mir mal den Grashalm in Chor. Das ist Grashalm 4.868.250. Also wer ist dermaßen untersteuern? Ich nicht. Ich hab null. Also ich bremse nur noch vorsichtig, ey. Ich hab jetzt null Grip mehr. Mutchen, wie heißt der 5 rechte Grashalm in Kurve 14? Bernd! Kein Sprit mehr. Richtig. Geil! Okay, jetzt sag nochmal eins, wo ist denn die Kurve 14? Okay, jetzt werden wir die Reifen in Brasilien. Ich glaub der ist Siegfried. So, gehen wir auf den Führenden jetzt. Okay. Mulch macht den Fehler! Das läuft aber noch mal hart am Ende. Simulator. Oh! Boah, ey. Es war gewollt, ey. Was war denn? Ist klar! Was war denn? Ich stand querer als quer. Ey, wenn du dich da weggedreht hättest, ey, Alter, ey. Boah, ey. Oh, mein Ende! Oh, ich kann nicht mehr! Alter! Jetzt der Mal auf Platz. Oh, Alter, fick die Oma. Alter, oh. Mein. Da mal mit der schnellsten Runde.
Boah. Kommt aus in die Wand! Bäm! In your door! Heptin kommt auch noch an. Heptin, komm da gegen die Mauer. Der letzte darf den Wagen immer gegen die Wand. Du machst ja noch Bruce Barrichello 2011 Donuts. Komm, Najep, safety kommt. Najep kommt an. Najep. Achtung, Najep. Alter, ey. Und wer ist der letzte? BVB. Erbe die Wand. Du hast die Safety-Car-Phase aus. Los, fahr da in die Boxenwand. Ja, genau, deine Schwarze. Boah! 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 Aber das geht mir auch immer so gewollt. Okay, meine Freunde, eine Stunde 27, 48. Boah, ey, ich bin 1,5 Sekunden hinter Timo. Ich würde sagen, das war ein richtig klasse Rennen von uns dreien hier vorne. Plus da mal. Das war richtig geil, ja. Philipp, verkünde das Ergebnis. Danke. Aber JetZ hätte eigentlich locker gewonnen. Ja. Also das war das Safety Care. Ja, das war das Safety Care, ganz klar. Ich bin auf Toilette! Dank an mich. Da habt ihr beide einfach nur von profitiert und JetZ hat da richtig viel verloren. Ja, oh, ich kann nicht mehr, ey. Bedankt, da hättest du gewonnen. Also ich freue mich richtig, also beim ersten Mal hat es nicht geklappt, es war nicht schlimm, weil wir in der ersten Runde waren. Aber jetzt, ja, Freunde, hat es geklappt, ich bin auf Platz 2, also ich gehe mit einem guten Gefühl ins Ligarennen. Wahrscheinlich auch nicht, weil es bestimmt wieder regnet. Ja! Ja! Und Gekkerboar, ein bisschen besser fahren lernen. Carrie, du übst, ja? Du hast Mercedes in den Boden gezogen. Ich bin gerade beim Üben, ja. Alles klar, ach, Philipp, Philipp, bitte verabschiede uns. Mulch, auf Wiedersehen, du musst, danke. Wir sehen uns 2014 wieder. Ciao!